Oh yeah. Erstmal, by the way, dass wir das Game streamen. Ich glaube, ich bin erstmal still und wir genießen einfach die Geschichte. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmwindel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist aber, Bro. Aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Acha. Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen. Will sonst noch jemand fliehen? Frag mich, wie oft überhaupt er es schon probiert hat. Bei allen Spielern zusammengerechnet. Keiner? Was fit? Seid ihr? Okay, jetzt sind wir bei dem Teil angelangt. Halt mich mal wieder ein. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Hier habe ich mir nämlich noch gar keine Gedanken gemacht, tatsächlich, was wir spielen wollen. Oh, ich hätte auch mal Bock auf einen Dunkelelfen eigentlich. Aronia habe ich schon mal gespielt.
diese Reptilienwesen optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzt dann natürlich Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Ihre Kraft heilen der Haut, wenn sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Zusätzlich zu dem schnellen Schaffenden Verstand der Zauberkunst räumen sie selbst die einfachsten Methoden. Blablabla, also Widerstand gegen Magie und Zauberkunst. Wenn die Kraft Drachen dort einsetzt, um Zauber zu absolvieren. Ja, Zauber will ich jetzt nicht so drauf gehen eigentlich. Moment beheimaten Dunkelelfen oder auch Dunmeer. Schleich und große magische Kräfte. Sie benutzen natürlich einen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft von der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Hochelfen, in Heimat der Sumerhelden, blablabla, auch im Namen Altmer bekannt, Hochelfen. Begabteste Volk in den arkanen Künsten. Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. Das wäre geil. Kaiserliche, Einwohner von Cyrodiil. Haben sie das verschlagene Diplomatenhändler, sind geschickt im Kampfkunst und Magie. Goldgünste, Stimme des Kaisers beruhigen sie ihren Feind. Rajid. Ja, noch nie gespielt. Ich komme aus der Provinz Elsewhere. Intelligent, schnell und behende. Was, behende? Wo sagen wir behende ist? Was zeichnet die Diebe und sind von Natur aus heimlich beweglich? Heimlich bewegen, meine ich. Alle Kadit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Das ist nicht schlecht. Aber wir werden eigentlich immer eine Waffe haben, ne? Bürger von Himmelsrand sind große blonde Menschen. Nord sind stark und zäh. Für Kälteunempfindlichkeit. Und ihr Kriegstalent bekannt. Im Kampf verschlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Ork habe ich halt bis jetzt fast immer gespielt. Ach, schwere Rüstung wäre halt genau meins, ne? Rotwardone. Aus besten Krieger Tamriels. Natürlich ein Widerstand gegen Gifte. Und Waldelf. Wahrscheinlich aus Wäldern des westlichen Walenwald. Als Bosmer bekannt. Bessere Schützen. Also entweder spielen wir halt klassisch im Nord wirklich. Rotwardone hatte ich mir vielleicht überlegt, wäre cool. Ich glaube, ich will mal einen Dunkelelf ausprobieren. Natürlich ein Widerstand gegen Feuer. Ist nicht so bad. Ich glaube, ich will mal einen Dunkelelf spielen. Sag mal so, Schleichkräfte ist jetzt nicht unbedingt meins. Oder wir machen halt einen klassischen, ne? Oder halt einen Hochelf. Weil das mit der Magiker schnell regenerieren finde ich fast geiler. Ja komm, ich spiele einen Hochelf. Lass uns das mal machen. Das würde ich ganz gerne ausprobieren. Hallo, wie kann ich das einloggen? E? Nein. Ich weiß nicht, wie ich das loggen kann. Taste? Nein. Ich werde doch noch nicht fertig drücken müssen, oder? Nein. Achso, läuft vielleicht mit der Maus. Moment. guck mal. Schlecht, männlich, weiblich. Schon männlich dann eher, denke ich mal. Vorgaben. Vorgaben sind eigentlich Latte, ne? Hautfarbe. Aber uns eher dunkel, würde ich sagen. Und noch ein... Oh, ne. Gewicht. Wir pumpen uns schon auf. Wir pumpen uns schon richtig auf. Also für einen Hochelf sind wir komisch. Vom Körperbau. Gesichtsfarbe sollte eigentlich genauso wie Körperfarbe sein. Mutz am besten gar keinen. Mutzfarben, ja dann auch keine. Mal, ob wir irgendwie coole Narben haben. Wir sind quasi so ein Hochelfen-Outlaw, sagen wir mal so. Habe ich denn die hier?
X-Verband. Wow. Okay, das finde ich nicht schlecht. Kann ich mich eigentlich auch drehen hier? Ja, kann ich. Der Schnauzer geht mir noch übel auf den Sack, ey. Boah, das hat halt auch was, ne? Das ist halt auch schon nicht schlecht. Ich glaube echt, wir nehmen das hier. Das finde ich saucool. Wir werden sowieso einen Helm anziehen, also von daher. Farbe der Bemalung. Ich glaube, schwarz kommt schon am besten. Boah, vergiss es, Rot ist geil. So ein dunkles Rot. Ja, grün sieht halt auf der Hautfarbe nicht gut aus. Ja, schon dieses dunkle Rot. Okay. Nasenart. Weiß nicht, das sind halt so Feinabstimmungen, die sind halt eigentlich. Haben wir uns so einen leichten Zinken? Nehmen wir uns mal relativ neu. Ja, das ist mir halt alles eigentlich egal. Kieferbreite. Ja, schon ein breites Gesicht. Wangenknochen, Lachfalten. Damit ändert sich die Farbe, WTF, Wangenfarbe. Untere Wangenfarbe, Nasenfarbe. Halsfarbe, Stirnfarbe. Passt alles. Augenform. Also schon Elfenaugen. Boah, die hier sind krass gruselig. Wir müssen auch ein bisschen Eindruck schinden, ne? Ein bisschen gruselig aussehen. Nehmen wir echt die hier. Augenfarbe, lol. Wow, okay, das ist geil. Einem Auge blind, finde ich auch nicht schlecht. Also wir haben immer die Option, auf einem Auge blind zu sein. Nee, dann nehmen wir mal grün. Augenhöhe, da passt eigentlich auch. Augenbreite, die können wir vielleicht ein bisschen noch zusammenschrauben. Ich meine, das ist bei Elfen zwar so, aber das triggert mich halt. Augentiefe. Ja, das ist schon okay so. Nee, die Schatten und so eine Scheiße brauchen wir nicht. Augenbraue. Ich guck mal ein bisschen in die Sonne, damit ich das hier sehe. Kann ich hier zoomen? Nee, das kann ich leider nicht. Da kann man ruhig was Buschigeres nehmen, ne? Ich glaube echt, wir nehmen die hier. Höhe. Ah, da passt auch so. Breite und Länge komme ich auch mit klar. Mund. Ah, einfach hier. Normalen halt. Und Höhe und so passt auch. Kinnbreite. Ja. Das ist alles okay. Ein leichtes Spitzekinn. So, Haare.
Eigentlich braucht man ja lange Haare, ne? Also relativ lange Haare. Oh Gott, bestimmt nicht. Eigentlich braucht man ja schon relativ lange Haare. Ich sag mal so, der Iro hat was. Aber der passt nicht. Nehmen wir doch den hier. Wir brauchen schon lange Haare. Bart bin ich jetzt mal gespannt. So was wie Vollbart ordentlich gibt es gar nicht, ne? Aber das haben Elfen nun mal auch nicht. Halt das meiste auf Stufe 2 eigentlich. Das hier ist noch ein Ticken. Ne, ist ein Ticken weniger. Oh, das ist cool. Oder Lance Archerbart, ey. Okay, nur der hier, den finde ich, das finde ich, sieht irgendwie cool aus. Der schien den Eindruck dabei, wenn der so aussieht. So, Haarfarbe, müssen wir jetzt normalerweise meinen blond. Ich glaube dunkler, nicht lila. Aber so ein Schwarz, das schindet schon Eindruck, wenn man so aussieht. Da schießt sich ein Outlaw, ne? Jetzt los. Dunkles Schwarz ist schon geil. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Wird mich schneller als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Wenn du einem Charakter einen Namen geben. Ja, bitte. Der Name. Brauch was Lustiges. Vorschläge gerne her damit. Oh, ich hab was. Film, den ich gestern erst gesehen habe. Wieder. Digus? Digus! Ich hoffe, es wird so geschrieben. Okay, ich spiele mit Bigus Digus. Wer das nicht kennt, aus dem Leben ist Brian Schwanzus Longus. Heißt im Original Bigus Digus. Wie immer, würde ich sagen. Ihr gehört doch nicht zur Talmorischen Botschaft, oder, Hochelf? Nein, stimmt. Das kann nicht stimmen. Hauptmann, was wollen wir tun? Nein, gehört nicht. Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste zu den Somerset-Inseln zurückgebracht werden. Somerset. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Ja, freiwillig erster sein müsst. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Hochelf, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. So geil, es gibt immer ein paar Leute, die es ignorieren. Schön weitergehen. Immer ein paar hohe Tiere, die das dann ignorieren, was abgeht. Und dann geht alles schief. Ne, der ist auch auf einem Auge blind, der Scharfrichter.
Zeitung auslegen können oder sowas. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Was ist denn in den Wolken? Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Oh ja. Jetzt geht ab! Ich würde mich gerne bewegen, ich darf mich nicht bewegen. Jetzt darf ich mich bewegen. Wie, wozu die Eile? Hast du den Drachen nicht gesehen, Junge? Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. In dem Fall schon. Okay, bevor wir weitermachen gerade. Kurz in die Einstellungen. Mal ganz kurz gucken, ob ich hier Häuserempfindlichkeit noch ein Stück runterdrehen kann. Ah ne, warte, das ist nur vom Controller, ne? Wir müssen los. Nee, das geht. Okay, das ist super. Hoch durch den Turm. Los! Alles klar, let's go. Wir müssen nur eins. Hallo. Ah, das Intro kennen wir alle halt, ne? Ups. Aua. Moment, wo war das jetzt lang? So, was geht? Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Thorolf! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hadvar. Tschüss, Hadvar. Hallo? Achso, nee, der Junge. Ich dachte, ich war gemeint. Bleibt nah bei der Wand. General Tullius, ihr Seine sieht schon für fucking 2011 sieht ja schon sehr geil aus. Wir haben hier sogar Herdcharakter auf ihn geballert, auf Tullius geballert. Ja, auf Hadvar. Du wirst gleich fliegen, Bro. Komm, schick ihn doch fliegen. Wir fliehen, Hadvar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Elender Schön. Hui. Los, in die Festung. Es kommt immer mehr. Und wir gehen natürlich mit Ralof mit. Hier lang. Na los. Und natürlich den Weg der Sturmmäntel. Let's go. Achso. Ich spiele ja gar nicht eingestellt, fällt mir gerade auf. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Das ist richtig. Dankeschön. So, Moment, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert hier. Stiefel anziehen, Panzer anziehen, Axt auswählen. Na schön. Okay. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Vielleicht Gunja getroffen. Die ist verschlossen. Ja, das Zeug brauche ich alles nicht klauen. Blocken, klar. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Mensch, da müsste ja jetzt wer von der anderen Seite kommen. Oh, da kommt ja jemand. Kommt schon, Soldat! Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Ich wollte auf die andere Seite eigentlich. Hallo! Für Ulfric und Hey. Wir sind.
Easy weggemacht. Wenn man vielleicht sieht, ich habe eine Blutmod installiert für mehr Blut. Ist besser, ich nehme erstmal tatsächlich alles. Schlüssel zur Festung Helgen. Mensch, was ein Glück. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Hier ist auf jeden Fall besser. Sattliche Armschienen sind auch besser. Sattliche Stiefel. Also die hatten auch verschiedene Sachen. Jetzt erstmal in die andere Hand. Oder kann ich eigentlich links und rechts rein? Das macht mehr Damage als die Axt, ne? Die macht auch 9 Damage, okay. Ich bin ja ein Freund von Schwertern in dem Game tatsächlich. Die Tür zu öffnen. Oder die kaiserlichen Rüstung, ey. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Komm, ich bin soweit. Kann man von dir nicht behaupten, Bro. Jo, was geht? Achso, ich kann natürlich mit 2 Waffen kann ich nicht blocken, ne? Fatality! Ah, hat er das gemacht, okay. Sachen sind alle beschissen. Ich kann mir höchstens Pfeil holen. Eigentlich sollte ich tatsächlich alles mitnehmen, weil ich direkt Sachen dann davon verkaufen kann. Wir werden sie brauchen. Das Actual ist ein sehr geiles Tutorial tatsächlich. Das ist halt so ein typisches unterschwelliges Tutorial, ne? Oh, hoppla. Also ich habe alles genommen. Na ja gut, wenn ich mit 2. Kann ich mit 2 wirklich nicht blocken? Ja, der macht halt immer eine heftige Attacke. Okay, pass auf, dann nehmen wir einen Schritt aber wieder weg. Dann bleibe ich halt beim Einhänder. Ja, das ist besser, wenn man blocken kann. Okay, let's go. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, dieses Mal spiele ich auch 2 Händer oder sowas. Habe ich auch noch nie gespielt. Oh ja, gut. Eines Trotz. Es ist eine Folterkampf. Hört ihr das? Komm schon. Ja! Moment, du bist der Böse, genau. Hält, die Moves sind halt so geil, ne? Lightcall macht 1 Damage mehr. Aber wie gesagt, ich bin eher Freund von Schwertern. Aber ich klaue mir erstmal alles und hab gleich keine Traglast mehr. Oh, ein bisschen der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Okay, so, wie funktioniert das nochmal? Nutze Maus, um Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Ach, stimmt, das war so. Euch etwas Nützliches und dann los. Na, Kollege, ist fit. Wie gesagt, also Magie, war noch nie meins. Höchstens halt Heilzauber. Moment mal. Wir lassen uns Zeit. Also das ist Skyrim. Wir lassen uns so oder so Zeit. Macht das Sinn? Da ist nichts drin. Okay. Da hinten ist was. 12 Dietriche. Ein bisschen Knochenmehl. Also Magie habe ich nie wirklich gespielt. Blutmord tut ihr Bestes. Noch mehr nehme ich einfach mal mit.
müssen das dann ohnehin irgendwann mal einfach so snacken und gucken, was wir damit machen können. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, ich suche noch ein bisschen. Stuff. Ja, let's go. Hab ich ja schon mal erwähnt, dass ich es hasse. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier. Wenn man entweder langsamer oder schneller als der NPC ist. Kaiserliche Hunde. Oh, da steht auch schon einer. Komm. Durch zwei Fight ist natürlich auch noch nicht so geil. Ah, da hinten ist er. Okay, ja, den fightet ihr, das macht ihr gut. Alles dieselbe Scheiß. Bin jetzt langsam voll, jetzt lasse ich das Zeug mal alles liegen. Nur Pfeile und sowas nehme ich mit. So wie den Bogen natürlich. Ich lasse die fighten, die machen das gut. Ja, ist nicht gebacken, ey. Fatality. Fatality. Seht nach, ob der Weg. Moment, jetzt muss ich aber gerade auch mal gucken. Wie ich Sachen. Favorit hinzufügen. Q. Ja, Q ist geil. Ne, Eisendolch wollte ich nicht. Kriegsachs, unser Schwert machen wir auf Q, den Langbogen. Na gut, ich könnte jetzt natürlich erstmal. Wir haben eine Eisenstreitaxt. Okay, lass mich mal den Zweihänder ausprobieren. Aber ich habe noch nie gespielt, ne? Aber blocken geht auch damit. Wo rennst du eigentlich rum? Achso, du bist Wache halten. Kann ich mit dir reden? Hoffentlich weiß jemand, wo es lang geht. Sehen, wo das hier hinführt. Mensch, bestimmt nicht zu einem Bären. Kommst du, oder? Ah. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Soldat in der Sturmwinde haben wir nie wieder gesehen. Loot, 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 loot. Schön für die Moneten. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Deswegen haben wir hier auch einen Weg. Es wohl besser hier entlang versuchen. Ich würde wirklich nochmal so gerne, dass es 2011 ist und ich das Game zum ersten Mal spiele, weil das Intro gibt. Die ersten paar Stunden kennst du halt in- und auswendig wirklich. Aua! Ich weiß auch gerade nicht, warum sich der Schuss gerade gelöst hat. So, ihr habt da auch bestimmt. Ja, genau, wieder Pfeile für mich dabei und das Gift. Gift werde ich sowieso nicht arbeiten. Höchstwahrscheinlich nicht. Oh, da sind noch mehr. Ich hasse diese verdammten. Eigentlich bin ich ja echt ein Freund von der Attack Speed, ne? Viel zu viele Augen. Haben viel zu viele Augen. Eierbeutel. Spinnenei, geil. Ich frage mich halt, ob hier vielleicht irgendwo noch irgendwas anderes an Loot ist. Was, Mummis? Oh Leute, ich habe die Leiche weggeflippt. Entschuldigung. Kann nicht springen. Leiche leer, lol. Jetzt hinten noch hin. Nicht also plötzlich irgendwo hingehen.
Okay, ich dachte, vielleicht würde man irgendwo ein Secret finden. Maybe findet man auch irgendwo ein Secret. Ja, ist ja gut, ich bin ja hier. Alles gut, Bro. Da hinten ist ja unser Bärchen. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anfreunden. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Ich hab schon Bogen, danke. Ich folge und gebe euch Deckung. Nee, die brauchen wir jetzt nicht umzuhalten. Fast da. Ah, easy. Nicht mitbekommen. Das war knapp. Skyrim. Ja, mitbekommen, weil ich Skelette geflippt habe. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Klar. Was ist hell? Unangenehm. Eigentlich so. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiser. Obla. Wir verschwinden besser. Wie ging das? Ging das auf G? Sie konnte mal langsam gehen. Die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Alles klar, tschüss. Und jetzt sind wir das erste Mal Open World in Himmelsrand unterwegs. Nice, ich würde echt sagen, wir gehen erstmal verkaufen, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Erstmal zum Questmarker, Weltkarte, ich weiß hier die Welt. In Richtung Flusswald. Den Anfang kennt man halt, ne? Die ersten paar Stunden. Heute wird nichts sonderlich Spannendes passieren. Ich sag's bis jetzt. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaisers gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließe ich im Aufschnitt der Sturmmäntel an. Werden wir auch machen, also wir werden hier keinen kaiserlichen Run machen. Habe ich noch nie gemacht, aber finde ich auch hübsch. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Ja. Ah, das wird auch noch geil. Da kommen wir auch eigentlich, ich glaube, gleich sogar schon hin, ne? Normalerweise. Aber wir sagen jetzt erstmal Schuss, Ralof, weil der sprintet jetzt hier ran vorbei. Während wir hier uns einen Moment Zeit lassen. Wächtersteine entdeckt. Ach, du erzählst sogar was. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Magierstein? Diebesstein? Oder Kriegerstein. Ich bin ehrlich gesagt für Kriegerstein. Wenn du im Zeichen des Kriegsschild lernst, alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichen aufs einmal haben. Magierstein, während dem Zeichen des Magiers lernst, alle Zauberfähigkeiten 20% schneller. Und das hier sind halt Heimlichkeitsfähigkeiten. Wir machen einen auf Full drauf und rein. Kriegerstein. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Ich bin super klein, oder? Ich habe echt das Gefühl, dass ich nicht der Größte bin. Gehen wir mal weiter. Ich dachte tatsächlich, ihr sprintet hier weiter. Wir müssen uns den Rest alleine angucken. Hier ist schon ein schöner Ort zu leben, ne?
Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen. Blutspitamine. Oh, hallo. Ist das aber eine Überraschung? Wattenlappen. Wattenlappen, sorry, aber. Oh, den Dietrich nehme ich. Das Schild auch erstmal. Frage ist nur, macht das jetzt Sinn, das Ding hier zu looten? Ich glaube, wir kämpfen auch wieder mit dem Einhänder, weil ich will den eigentlich leveln. Okay, nur in die rechte Hand. Da kann ich ja so lange eigentlich in die linke Hand. Nein, das nicht. Moment, Steuerung. Nein. Nein. Wie komme ich nochmal ins Inventar? I, ne? Ja. Oder Tab wahrscheinlich. Ja, so lange eigentlich in die linke Hand. Schild nicht mitgenommen von dem Typen? Achso, das wird nicht hier sein, sondern hier, genau. Andere Hand. Ja, guck mal, nice. Gucken, wie lang die Glutspitamine ist, dann nehmen wir die direkt mit. Wir schön dick einen rein leveln instant. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jemals drin war. Das war knapp. Pilze gibt es hier. Okay, dann lass uns fighten, Boys. Ich wollte mich jetzt vielleicht an den Jungs vorbei sneaken. Fatality! Und das mit ganz schön viel Blut. Wollt der Streit kommen? Das ist auch ein Einhänder, oder? Erstmal mit und eine goldene Halskette hat er dabei. Und wir sind zu langsam. Okay. Scheiß kann ich auf jeden Fall wegwerfen. Aber da kriegst du sowieso nicht verkauft. Jetzt haben wir schon wieder sehr viel weniger dabei. Stahlstreitkolben. Den wollte ich eigentlich. Das ist weird. Du musst linke Maustaste drücken, um was in die linke Hand zu nehmen. Und rechte Maustaste, um was in die rechte. Andersrum. Du musst linke Maustaste drücken, damit du was in die rechte Hand nimmst. Das ist halt nicht gut gedacht. Ich direkt pennen. Ich kann immerhin schon mal ein paar Pilze sammeln. Da haben wir eine Spitzhacke, das ist nice. Da können wir nämlich direkt anfangen, irgendwas abzubauen. Stimmt, das gab's auch in dem Game, ne? Craftable Stone. 5 hinzu. Das ist eigentlich wegen dem Hausbau-DLC-Ding. Aber wir müssen uns natürlich auch drum kümmern, also nicht das Haus irgendwo hinsetzen, das werden wir auch machen. Ja, dunkel hier in der Ecke, ey. Ich gehe mal nicht davon aus, dass in dem Wasser irgendwas ist. Dann durch. Moneten! Zerfleddertes Tagebuch. Wie viele Seiten hat das Ding eigentlich? Gar keine, ich kann nicht umblättern, okay. Du darfst mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften, aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel. Ich habe ihnen so oft gesagt, dass sie die einsturzgefährdetsten Tunnelabschnitte mit ein paar zusätzlichen Stützen absichern sollen, wenn wir doch mehr von diesen Holzbalken hätten, die wir mit Bronzefassungen verstärkt haben. Also ehrlich, wenn ich noch ein einziges Mal höre, wie sich die Erde über meinem Kopf rührt, kriege ich solche Angstzustände, dass ich vielleicht sogar endgültig mit dem Trinken aufhöre. Ich meine, was ist ein Nordschorn ohne sein Met?
Absolut recht. Hat super funktioniert, Bro. Also, denke mal, du wurdest ein wenig platt gemacht. Und Schwachsinn nehme ich schon gar nicht mit. Mehlsack gestellt ein Gesundheitspunkt her. Frage ist, der Altowein bringt ja auch was. Ich nehme ihn mal mit. Sonst war das eine recht nutzlose Cave. Ah ne, da geht's noch weiter. Guck mal. Ah, Mist, du hast mich gesehen. Wow! Genau, halt, wir machen so einen klassischen Ausdauer wieder her, okay. Wir machen halt so einen ganz klassischen Spielstil. Ich habe keine Lust, irgendwas Extravagantes zu machen. Ganz einfach schwere Rüstung und Einhänder und draufhauen. Das Schild werde ich vielleicht sogar dieses Mal behalten. Eigentlich haben wir da immer Magika dann reingetan. Und dann sich halt gehealt dabei. Hier nicht auf? Oh, hallo. Na, ist fit. Achso, da wäre ich bestimmt andersrum natürlich ran können. Fatality! Lol, hab ich den gerade. Nein, hab ich nicht. Okay. Ich dachte, ich hätte den nur mit dem. Nur mit dem Dingens fertig gemacht. Wie nett. Bist du zur Glutspittermine? Ja, guck mal. Bin ich nicht sonderlich auf irgendwelche Erzader noch geachtet. Die Mine lag so auf dem Weg, die nehme ich jetzt mit. Oder habe ich jetzt mitgenommen? Oh, wir haben keinen Platz mehr. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Zweimal da. Oh, nee, jetzt habe ich die ausgezogen. Droppen. Metzger nehme ich mit, dann haben wir auch zweimal dabei, das ist auch Quatsch. Zauberbuch Funken. Beim Blitz der Gesundheit und Magiker 8 Punkte Blitzschaden pro Sekunde zufügt. Einmal wir rein. Hier kann ich solche Schwerter dabei. Ah, nehme ich mal zwei mit. Ein Langbogen kann wieder weg. Erstmal wieder ein bisschen Platz. Mal mit dem Schlüssel aufgeschlossen, das ist ja easy. Ganz schön dunkel, ey. Eine. Ah, oh, eine Fackel hinzugefügt. Nice. Dann kann ich die ja jetzt auch bestimmt. Aber nicht bei Waffen. Hier ist die. Ein Q. Und die andere Hand, solange wir hier unten am rumlooten sind. Aber wo hell sehen. Eis Miriam. Einfach mal alles mitnehmen. Wir werden halt irgendwann einfach mal alles reinverleimen. Hoffeln. Ja, zwei Hände. Eisenkriegshammer, das ist auch ein Zweihänder wahrscheinlich, ne? So wie der aussieht, ja. Eisenkriegsaxt der Kälte. Die leidet 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Nehme ich mit. Ach, die Axt, weiß ich nicht. Bleib mal erstmal bei meinem Stahl-Moped hier.
Leveln tun wir auch gleich, wenn wir dann angekommen sind. Die Steine sind sogar schwer. Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Wow, das ist nicht schlecht. Tatsächlich nicht schlecht. Was wollte ich machen? Stimmt, ich wollte den Ring anziehen, ne? Zerstörungszauberkosten 12% weniger Magika. Nehmen wir. Okay, halt, den wieder anziehen und den anziehen. Blocken kann ich immer noch, okay, aber halt nicht mehr so gut. Ich werde alleine gleich wegen dem Erz keinen Platz mehr haben im Inventar. Fähigkeitsmenü, wie gesagt, das machen wir auch nachher. Oh. Jetzt habe ich die Fackel aber nicht wieder in der Hand. Will er hier auch was sehen? Oh. Da unten. Da kann ich hoch. Das ist tatsächlich größer als erwartet, Junge. Shit, Süße! Interessante Frisur, ich sag's Süße. Oh. Ein Scheißhaus, denke ich mal. Was war das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die mal. Oh, Bogen ist anstrengend. Aua! Arsch! Wirst du nicht zu kommen, Bro. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ich komm mal in den Nahkampf. Nicke. Oh, tschüss. Ja, Bogen ist halt noch. Müsste ich dann eigentlich mit Bogen fighten im Normalfall. Stahlstreitachs. Zwei Hände halt, ne? Also sie ist weich gefallen im Wasser, immerhin. Und ein Jagdbogen, guck mal, der ist sogar besser als der. Trag den hier mit und lass den alten droppen. Den kann ich nicht über einen Shortcut droppen. Langbogen hat 6 Damage, Alter. Ja, einfach mal nicht davon aus, dass in dem Wasser irgendwas Specialiges ist. Ich nehme mich jetzt hier nochmal kurz irgendwo. Hackholz? Da brauchst du eine Holzfäller-Axt. Achso. Kann ich wahrscheinlich Feuerholz machen. Leichte Rüstung schmieden. Das Schmieden leichter Rüstung von Revus Sarvani. Was ist das? Okay. Versuchen die meisten Bücher tatsächlich zu lesen. Es gibt 2 Arten leichter Rüstung. Die aus Metall und die aus anderen Materialien. Wow. Elfen- und Vulkanglasrüstung zählen zu den metallischen. Was, dass wir Elfenrüstung irgendwann anziehen wahrscheinlich. Dass Vulkanglas tatsächlich ein Metall ist, mag viele überraschen. Ach, dass Vulkanglas tatsächlich ein Metall ist, mag viele überraschen. Aber wie bei so vielem, darf man auch hier nicht nach dem Aussehen urteilen. Vulkanglas hat nichts mit dem Material zu tun, was an Häusern für Fenster verwendet wird. Diese grünliche Substanz ist weitaus robuster und verfügt über einen wesentlich höheren Schmelzpunkt. Zur Erstellung der nichtmetallischen Rüstungen wie Pelz, Leder, Schuppen und beschlagene Rüstungen muss der Schmied zugleich auch über die Fähigkeit eines Leders verfügen. All diese Rüstungen werden nämlich auch großen Lederstücken, die mittels Lederstreifen zusammengehalten werden. Okay, das ist ein komischer Satz. Ich lese ihn auch teilweise einfach scheiße vor, wahrscheinlich. Für beschlagene Rüstung benötigt man zusätzlich noch Eisenbarren, um die Nieten und Metallringe herzustellen. Wie diese Rüstungstypen der einfachen Pelzrüstung überlegen machen.
Das hat dieses Geschwollene geschrieben, da habe ich halt echt Probleme mit teilweise. Bei Schuppenpanzern wird anstelle des Eisenstahl wird anstelle des Eisenstahl verwendet. Der zur Erhöhung des Härtegrades Taste mit Corundum behandelt wird. Da habe ich auch Stein, ne, oder Metall oder sowas. Jahrhundertelang war die Fertigung von Elfenrüstungen ein wohlbehütetes Geheimnis der Somerset-Inseln, bis der Verräter Ulvul Laren es in den Rest Tamriels trug. Ulvul war ein dunkelelfischer Sklave, der die Bläserbälge bei Nullion, dem Meisterschmied der Inseln zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert der zweiten Ära, bedient hatte. Nachdem Ulvul die Flucht gelungen war, war die schrecklichste Strafe, die ihm für seine grausamen Herren in den Sinn kam, die Verbreitung sämtlicher seiner Geheimnisse. Durch ihn erfuhren wir, dass Mondstein für die Herstellung von Elfenrüstungen unverzichtbar ist und dass das heiße Metall mit Salzwasser gekühlt werden muss. Bei vergoldeten Elfenrüstungen muss zusätzlich noch Quecksilber eingeschmolzen werden. Geil, aller Quecksilber, Junge. Erstmal verrecken an der Rüstung. Da es einen wesentlich niedrigeren Schmelzpunkt als Mondstein besitzt, ist es allerdings nicht ganz einfach, die beiden Metalle zu verbinden. Komplizierteste aller Materialien jedoch ist Vulkanglas. Hammerschläge quer zur Faser drohen es zerbrechen zu lassen. Als Hauptkomponente benötigt man zu seiner Herstellung Malachit. Um den richtigen Härtegrad zu erreichen, sollte man keinesfalls auf Mondstein verzichten. Ja, das ist ja nett. Oh, ein bisschen Eisenerz. Werkbank, Bleistein, Miede. Kann ich hier theoretisch schon irgendwas craften, rüstungstechnisch? Gib mir halt alles zu. Aber so, hier werden wir auch wahrscheinlich noch Much haben. Aber das ist halt aus den DLC-Teilen, ne? Da haben wir noch nichts für. Oh, Eisenbarren, nice. Kann ich hier schon irgendwas mal? Ein Eisenschild quer. Aber das haben wir schon. Beim Schleifstein kann ich wahrscheinlich Waffen verbessern, oder? Um Waffen zu verbessern, ja. Ach, den Streitkolben kann ich hier nicht herstellen, sondern verbessern. Okay, ich verstehe. Okay, man soll da wahrscheinlich hier machen, weil man genau zwei Eisenbarren hier gefunden hat. Lasse ich aber jetzt. Weil ich die lieber mitnehmen möchte. Okay, ich verstehe. Habe ich schon. Lass den Wein jetzt einfach mal hier. Oh, Kaninchen. Kaninchenkeule hinzugefügt hat. Die nehme ich mit. Brot und so ein Quatsch kann ich ja auch eigentlich hier lassen. Will sag eigentlich auch. Oh, hier gibt es noch einen Weg, okay. Die Qual der Wahl, wo wir hingehen. Erstmal hier hinten, weil das wieder nur ein. Ja, genau, das ist nur noch ein Raum. Rotte. Apfel nehme ich auch erstmal mit. Tatsächlich einfach erstmal alles mitnehmen, damit wir die möglichst viele Rezepte tatsächlich fertig bekommen. Warte, ja gut, die habe ich halt jetzt schon dabei. Truhe, noch einen Eisenbarren. Langsam geht mir wieder der Platz aus. Aber so langsam kann ich aber dann noch nichts mehr wegschmeißen, sonderlich. Dingens. Oh, noch eine Erzader. Und noch eine Ruhe. Hätte ich jetzt fast übersehen, wenn wir nicht die Sequenz hier hätten. Und dann müssen wir auch mal skillen gleich.
Du kannst, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Okay. Wollen wir mal gerade einfach noch wegschmeißen können. Dort speise ich halt die Streitaxt echt weg. Ja, komm. Ein Kolben, mit dem spiele ich gerade, ne? Mache ich auch mal auf Favorit. Hoch, die kann weg. Vier Eisendolche brauche ich auch alle nicht. Nicht mehr reicht. Ah ne, ich spiele gerade mit dem Streitkolben hier. Ein Damage mehr, weil er Stahl ist. Geht ich den auch weg und macht den hier als Favoriten. Eisenschild würde ich aber ganz gerne behalten. Mal wieder ein bisschen Platz. Ein winziger Seelenstein. Ich habe, by the way, alles, ich glaube alles an DLCs. Also das Häuser-DLC, weiß nicht, ob das Vampir-Ding auch ein DLC ist, aber das haben wir auch. Der Wart hier. Also wir haben, ich glaube, alles an Content. Ja, wir haben sowieso genug an Content. Jetzt aber da oben noch weiter, ne? Ich glaube, ganz da oben durch war ich noch gar nicht. Da geht's hier nur raus. Ah ne, da geht's nur raus, okay. Nee, da wollen wir noch nicht lang. Aber ist so gesehen eine coole, kleine, schnuckelige Höhle. Wir wollen erst noch da hinten reingucken. Oder war ich da schon drin? Achso, lol. Okay. Nice. Guten Morgen. Na gut, dann gehen wir. Skillen. Moment. Stimmt. Stufenaufstieg. In der Schule musst du dir entscheiden, ob du gesunde Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Ich würde sagen, da machen wir einfach einmal durch, dass wir alles auf demselben Wert haben. Also erstmal keine Magika. Werden wir auch erstmal nicht so hart brauchen. Erstmal Gesundheit. So, und jetzt Talent zu verbessern. Eine. Störung. Herstellung. Aber so, wenn wir halt Zauber verwenden, würde ich ganz gerne eigentlich diesen HP-Zauber verwenden halt. Hat eigentlich so viele Sachen skillen, ne? Besser knacken interessiert mich erstmal nicht so hart. Einhändig wäre halt was, was man skillen müsste. Und schwere Rüstung. Wir gehen erstmal auf eine Einhandwaffen, verursachen 20% mehr Schaden. Das klingt ganz gut. Dann will ich irgendwann diese Kackrüstung wegbekommen, ey. Kaiserlichen Rüstung. Aber ist halt jetzt gerade die beste, ne? So, wo sind wir ausgekommen? Im Vergleich zu wo sind wir reingegangen? Oh, ja, doch ein Stück weiter. Aber schön ist, wir sind halt wirklich ein Stück weiter. Ich glaube, die Dingens kann ich jetzt wegpacken. Ach, jetzt packst du die wieder direkt mit raus, oder was? Ne, du lässt sie jetzt draußen. Guck mal. Den Dingens noch auswählen. Und als Favorit hinzu. Langsam Abend, ne? Noch mehr Pilze. Äh,
Ja. Alternativwege und so. Oh, easy. Da unten wäre der eigentliche Weg gewesen, ja? Guck mal. Flusswald entdeckt. Nice. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Rein, hier rein. Ob ich stimmt, wir müssen hier hinter. Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Seid gegrüßt, warum? Elfenbruder. Oh. Es ist schön, so weit weg von zu Hause ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ja, dann hilf mir doch erstmal. Die Kunst kann man eigentlich. Oh, das kostet viel. Okay, lass mal es vielleicht erstmal. Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Kann ihm Camilla auch ausspannen. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Das ist gute Frau. Hoffe ich. Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hofft, das klingt nicht wirklich sicher. Ihr habt recht. Wann haben Worte jemals Liebesgefühle ausgelöst? Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Aber schon asozial, ich glaube, ne? Ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Zählt Sven von Feyendals Brief, kann ich machen. Auf Wiedersehen. I have great time. Ich würde das ganz gerne tatsächlich so spielen. Ich würde das tatsächlich ganz gerne so spielen, dass wir halt so grundsätzlich anti alles sind oder neutral alles, aber halt zu unser eigen sehr, sehr freundlich. Keine Angst, Onkel Ralf. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleiche. Ja? Oh, großer Köter, ey. Also, Ralf, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre... Wie mich die ganze Zeit anguckt, ist gruselig. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Das dufte. Ich wurde also realisiert. Schön. Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Oh, okay. Ja, oh, ich nehme das hier, das hier, das hier und das hier. Und das hier. Danke. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen.
Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ah. Danke, Schwester. Gar keine Wahl. Ich wusste, dass auf euch verlassen. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Yep. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Ein Stück größer, ne? Ich möchte nicht wirklich darüber sprechen. Noch viel größer, so wie das Gasthaus. Vielleicht werdet ihr bald selbst ein zu Gesicht bekommen. Helgen ist nicht weit. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric? Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden. Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Nein. Ihr meint wirklich, ich soll mich mit Ulfric Sturmmantel anschließen? Und ob. Man muss kein Nord sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Wenn die Ulfric weiß, woher dieser... Ihr habt gut gesprochen, vielleicht werde ich nach Wilhelm gehen, ich muss darüber nachdenken. Wenn die Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen und mit diesem Drachen. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Oh. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen. Ich helfe gerne, ja. Wie und wo ich nur kann. Könnt ihr mir über den Jarl erzählen, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Was können wir im Flussfall erzählen? Muss ich gar nicht hier reden. Welche Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen? Nein. Eivor kann euch helfen, er ist unser Schmied. Okay. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Und von Talmor bin ich ja grundsätzlich ein Freund, ne? Ich bin ja halt ein Hochelf. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich gar nicht dran gedacht bei der Erstellung. In die Schlacht gestürzt. Hoppala. Erzähl mal was über Flusswald. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay. Habe schon gefragt, was kannst du mir denn über Jarl, über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Ja, genau, über den. Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Warum? Ist er dem Kaiserreich treu ergeben? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Wer ist Elisef? Sie ist wohl jetzt Jarl Elisef. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Ulfric hat den Großkönig getötet? Manche sagen ermordet.
Aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Wenn man die Lore kennt, weiß man, dass das nicht stimmt. Und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Das habe ich vor kurzem einem Kumpel tatsächlich erzählt. Das war kein fairer Kampf, weil, ich meine, Ulfric hat halt alleine die Stimme benutzt, ne? Also das ist nicht sonderlich fair. Also gibt's momentan keinen Großkönig? Nein. So lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Ich aber macht euch keine Sorgen. Ulfric Gehen ist die Politik unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. So, sind wir fertig. Ja, wie ich nach Weißlauf komme, muss ich nicht fragen. Super. Ich muss nämlich pinkeln. Und wir speichern schon mal. Ja. Ihr meint wohl ihn... Ich muss kurz Monitor gerade ein bisschen rumfummeln. So, kurz Pinkelpause, bis gleich. Das war in der Tat erfrischend. So, dann gucke ich jetzt mal, ob ich jetzt auch einfach wieder reintappen kann. Das geht sehr schön. Da hatte ich nämlich tatsächlich Probleme. War nämlich ziemlich buggy tatsächlich. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Helfen unseren Miet zu trinken. Ich habe mit euch allen geredet. Sehr schön. Ich rede wirklich dann auch mit allen, weil ich versuche wirklich in diesem Run, in dem Game, möglichst alles mitzunehmen. Deswegen, dauert das halt ein bisschen alles. Es ist gerade Nacht, was wollen wir nachts machen? Handelskomm. Können wir mal klopfen gehen. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid. Stör ich? Ich kann auch später wiederkommen. Vielleicht hey, ich habe einen Brief für dich. Könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Das ist schon... Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist nicht das so negativ. Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Bis zum nächsten Mal.
Ihr seid noch mal mit ein reden. Straber, ich junger nicht. Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Lass du dich mal näher angucken. Du bist schon nicht die Jüngste, ne? Ich sag's, wie es ist. Ne? Ich weiß Hi. Nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Das klingt super. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Was passiert? Ja, ja, mal so fragen. Es gab eine Art Einbruch. Ach, wie eine Situation. Wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ah, das ist die Quest, okay. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzubringen, auch wenn ich eigentlich nicht so hilfreich bin. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Cool, sie kommt mit uns. Aber ich würde ganz gerne vorher noch kaufen. Ihr die Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Und verkaufen vor. Okay, der Amnesist, der bringt natürlich ordentlich. Ne, warte, das kann ich nur kaufen hier. Und verkaufen. Wir brauchen halt erstmal echt Kohle und Platz vor allem im Inventar. Deswegen Amnesist. Ja gut, von den kleinen werden wir noch mehr finden, ne? Frag mich halt, kann ich hier einfach Stuff in irgendeine Truhe reinlegen und das bleibt da drin? Das ist halt, das frage ich mich halt. Ansonsten verkaufe ich echt gerade erstmal, um Kohle zu bekommen. Das Zeug, was weg kann. Gift. Gift werde ich halt nie benutzen. Wirklich nicht. Die Halskette, die kann weg. Den Apfel, mit dem kann man nichts craften. Mal gesnackt. Oder habe ich es jetzt verkauft? Ich glaube, ich habe es gerade verkauft. Leichte Rüstung schmieden haben wir hier. Der geringen Ausdauer. Steigt die Ausdauer um 20 Punkte. Da muss ich gleich mal gucken, wie viel ich denn... Ja, der Kunst verbessert. Nice. Ein kann weg. Der winzige Seelenstein, den brauche ich auch erstmal nicht. Das behalte ich erstmal so. Kauft ihr auch Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. Also gut. Dann machen wir uns erstmal auf, ne? Mit ihr zum Stadtrand. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Hier entlang. Achso, ich kann nicht nochmal mit dir reden, okay. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Ganz kurz, bevor wir hier weitergehen. Steuerung. Wie kann ich mein Gehstil ändern? Perspektive, springen, sprinten, schreien, macht, schleichen, rennen, immer rennen, ein, aus, Caps. Automatische Bewegung? Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Aber sie ist trotzdem schneller, okay. Wollen wir weitergehen? Hier entlang. Okay, ich darf also immer noch nicht mit dir reden. Es ist gerade Nacht, sonst würde ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Willst du mich nicht weiterbringen? Doch, willst du. Bist du ein bisschen langsam. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte.
Er ist ziemlich durchtrieben. Machst du das oder wollen wir weitergehen? Hier entlang. Ja, dann Abfahrt. Du wolltest mich eigentlich nur bis hierhin bringen. Die ist ganz schön buggy, ne? Da könnte ich eigentlich Fisch klauen, theoretisch. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Aha. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Okay. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Wie weit muss ich noch laufen? Es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Okay. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Ah, okay, alles klar. Dankeschön. Viel Dann bis Glück. Später. Lukan und ich warten im Laden auf euch. Super duper. So, müsste jetzt also hier rechts hoch sein, ne? Ja, wir werden erstmal das hier, denke ich mal, durchquesten. Danach werden wir uns schon mal umgucken. Ich wusste doch, dass da ein Gegner kommt. Ein One-Hit ist. Wolfspelz. Mal gucken, was der bringt. Den nehme ich mit. Die Ziele da scheinen noch ein bisschen weiter weg zu sein. Ausdauer sinkt schon echt schnell, ne? Achso, Moment, ich wollte ausprobieren, ob ich vielleicht zwei Ringe anziehen kann. Eigentlich nicht, okay. Und wir machen noch gar keine Zerstörungszauber, dann tragen wir den Ring der Ausdauer. Okay. Ich glaube, wir ändern gerade das Habitat. Ja, der Turm, zu dem wir sollten. Also wir machen dann das Ödsturz-Hügelgrab. Ich glaube nicht, dass das allzu lange war. Ein bisschen gedauert vielleicht. Oder stehen ein paar Feinde. Ja, kommt her, Jungs. Ihr habt euch eine schlechte Zeit verlassen. Und nicht von der Brücke runterfallen. Nix Gnade. Na komm, willst du nicht zuschlagen? Fatality. Ich hab einen Pfeil im Kopf stecken. Level up. Ist auch nicht besonders besser. Aber der Streitkolben ist besser. Guck mal. X-Hammer. Der 19, aber das ist... Ah, so groß wie der ist, wird der ein Zweihänder sein. Das bringt nicht viel. Jagdbogen, den habe ich schon. Oh, halt, aber die Pfeile nehme ich mit Freunden mit. Moment, dann nehmen wir mal gerade den neuen auf. Moment, hat der andere auch? Da ist ein Damage gemacht? Okay, ich dachte tatsächlich, der machte mehr Damage, weil das stand. Achso, wahrscheinlich in der anderen Hand, ja klar. Wenn ich natürlich zwei trage, dann ist das logisch. Warte mal, kann ich mit dem Craften im Kohl? Nee.
Guck mal, war nicht ganz umsonst hier hochzurennen. Ein bisschen Stuff mitnehmen. Aber wir sollten dann gucken, dass wir so schnell wie möglich uns das eigene Haus bauen und Truhen haben. Wenn wir nämlich auch Sachen bunkern können. Und nicht immer alles mitnehmen müssen. Oder ich mir irgendwo vielleicht mal ein Zimmer buche oder sowas. Wo wir halt dann erstmal Sachen hinpacken können. Ich renne halt jetzt schon wieder mit weit mehr als der Hälfte an Stuff rum. Wir sind halt fast schon wieder voll. Also Ölschutzhügel machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Also ich bin auch eine neue Stufe geworden, ne? Stimmt. So, jetzt erstmal Ausdauer. Ja gut, ist gerade hochgesetzt. Ja, das verfälscht natürlich das Ergebnis, das ist scheiße. Aber eigentlich müsste eine Ausdauer jetzt gehen, ja. Einhändig, gucken wir mal, schwere Rüstung. Schmiedekunst fände ich auch eigentlich geil. Doppelt so effektiv machen. Ich glaube, wir gehen erstmal. Ja, Rüstung wird schwere Rüstung um 20%. Nehmen wir das erstmal. Der Pfeil hat immer noch in dem Rücken steckt, in dem Kopf steckt. Ah, jetzt ist er gerade despawned. Guck mal. Moin, Jungs. Alles fit? Kacke. Komm erstmal an. Kommst du überhaupt her? Ja, oh, okay, du bist noch ein Bogenschütze. Doch, den habe ich tatsächlich dem Ding ins Feuer geschlagen. Pfeile sage ich natürlich nicht, nein. Zweihänder? Ja, nee, kein Zweihänder. Dafür bin ich ein viel zu großer Freund von Attack Speed. Ist hier vorne irgendwas, was man mitnehmen kann oder so? Selber. Nö. Einfach. Aussicht ist einfach schick von hier oben. Gut, dann wollen wir mal, ne? Mal kurz, da links steht einer, aber das war nur so wieder so ein Steingebilde. Rein ins Ölstoßhügel gab. Gar nicht mehr, wie lang die Quest ist, aber ich glaube, die war nicht allzu übervoll ist, wer. Iverschwanz nehme ich auch mal mit. Bogenfritzen fertig machen. Aua! Oh, du lebst ja noch. Ich dachte, die hätte ich schon fertig gemacht. Ach so, immer draufkloppen hier. Hoppala, ich habe alles gelootet eventuell. Er hängt da auch interessant. Elsschild, ne, das ist nicht so. Giva hat Gold dabei, ja, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Oh, die haben so eine Truhe hier, guck mal, cool. Aber hier ist noch ein Dunkelelf unterwegs, haben die gesagt. Eisenbahren, nice.
Ach stimmt, das war das Ölschutzhügelgrab, ne? Spideys. Da wir treffen wir da auch schon auf Drauge, oder? Ein bisschen fehlt hier unten die Musik. Ich habe mich dafür entschieden, keine eigene Musik anzumachen, weil die Skyrim-Mucke erstens super schön ist. Und zweitens, wenn ich eigene Musik anmache, geht das die ganze Zeit auf meinem Ohr und das fühle ich nicht. Ein Leinentuch. Oh, Schnitt. Ich dachte, ich könnte vielleicht leise genug sein. Oh, das war ein ganz schön heftiger Feind, ey. So, ist die Packer dabei? Nee, danke, die habe ich schon. Dann nehme ich mir deine Monados. So, habe ich jetzt gerade vielleicht irgendwas zu essen dabei? Nee, ich habe nichts zu essen dabei. Ich habe alles verkauft. Nice! Ach stimmt, wir sind ja hier schon beim ersten Rätsel. Da muss ich aber kurz nochmal angucken. Also kurz noch den Rest durchlooten. Hüpp, easy. Okay, wir haben Schlange, Schlange, Wal. Schlange? Schlange? Bade. Kurz kratzen und dann probieren wir das aus. Hat gut funktioniert. Lesen, Dieb. Anmerkung des Herausgebers. Falls der Leser noch nicht das Vergnügen hatte, den ersten Band Bettler in dieser Reihe über das Leben von Eslav Erol zu lesen, sollte er dieses Buch sofort wieder zuklappen, denn ich werde mich nicht wiederholen. Okay, das Buch Bettler müssten wir vorher lesen. Wofür werde ich aber verraten, geneigter Leser. Moment mal, warte mal. Ah ne, das ist ein Einteiler, okay. Wofür werde ich aber verraten, geneigter Leser. Als wir Eslav zuletzt begegneten, war er ein Waisenknabe, ein erfolgloser Bettler, der durch die wilden, winterlichen Wälder von Himmelsrand lief. Weg von seinem Zuhause in Erolgard. Er setzte seine Flucht mit gelegentlichen Unterbrechungen noch jahrelang fort, bis er zu einem jungen Mann herangewachsen war. Eslav entdeckte, dass die lästigste aller Methoden der Nahrungsbeschaffung darin bestand, darum zu bitten. Viel leichter war es, sich in der Wildnis Essen zu suchen oder von unbewachten Marktständen zu stehlen. Nur eins war noch schlimmer als das Betteln um Nahrung, nämlich das Betteln um Arbeit. Um Nahrung zu kaufen. Das erschien ihm unnötig kompliziert. Nein, Eslav fand es viel nützlicher, ein Landstreicher, Bettler und ein Dieb zu sein. Eslav, vor allem mit übel verschnörkeltem E, Eslav Erol beging seinen ersten Diebstahl kurz nachdem er Erolgard verlassen hatte, in den südlichen Wäldern von Tamboka. Im rauen Land nahe dem Berg Jense. Östlich des Dorfes Horbelt. Das ist ein H. Das sieht aus wie ein H, ja. Eslav war kurz vor dem Verhungern, da er seit 4 Tagen nichts außer einem ziemlich mageren, rohen Eichhörnchen gegessen hatte, als er Bratenduft roch und Rauch entdeckte. Eine Truppe fahrender Sänger hatte ihr Lager aufgeschlagen. Er beobachtete sie vom Gebüsch aus, während sie kochten, scherzten, flirteten und sangen. Er hätte sie um Essen bitten können, aber so viele andere hatten vorher seine Bitte abgelehnt. Stattdessen eilte er zum Feuer hin, ergriff ein Stück Fleisch, wobei er sich verbrannte und das Gesicht verzog.
und stieß damit auf den nächstbesten Baum. Was? Und stieß damit auf den nächstbesten Baum, um es zu verschlingen. Stieg damit auf... Okay. Jetzt macht das mehr Sinn. Während die Barden unter ihm standen und lachten. Was habt ihr denn jetzt vor, Dieb? Kicherte eine hübsche rothaarige Frau, die von oben bis unten tätowiert war. Ja, okay. Nicht so geil, aber... Wie wollt ihr von hier fortkommen, ohne dass wir euch fangen und bestrafen? Während sein Hunger langsam nachließ, begriff Eslav, dass sie recht hatte. Die einzige Möglichkeit, den Baum zu verlassen, ohne in ihrer Mitte zu landen, bestand darin, weiter den Ast entlang zu kriechen, der über einen Bach unten an der Klippe ragte. Gut 15 Meter tiefer. Das schien die klügste Strategie zu sein. Also begann Eslav in diese Richtung zu kriechen. Hey, Bürschchen! Ihr wisst doch wohl, wie man sich richtig fallen lässt, oder? Rief ein junger Khajiit, der nur wenige Jahre älter war als Eslav. Schlank, aber muskulös. Und in der kleinsten Bewegung anmutig. Wenn ihr es selbst nicht wisst, solltet ihr einfach herunterklettern und die Folgen tragen. Es ist idiotisch, sich den Hals zu brechen. Wenn wir euch nur den Hinter versohlen und euch dann wegschicken würden. Natürlich weiß ich, wie man richtig fällt, rief Eslav zurück. Aber er wusste es nicht. Er dachte, der Trick beim Fallen bestehe darin, nichts unter sich zu haben und die Natur ihren Lauf nehmen zu lassen. Aber wenn man aus 15 Metern Höhe hinunter sieht, kommt man doch ins Grübeln. Entschuldigt, dass ich eure Fähigkeiten angezweifelt habe, Meisterdieb, sagte der Khajiit mit einem Grinsen. Offenbar wisst ihr, dass ihr euch mit den Füßen zuerst und mit geradem, aber entspanntem Körper fallen lassen müsst, damit ihr nicht wie ein Ei zerbrecht. Wie es scheint, ist euch beschieden, uns zu entkommen. Eslav hielt sich klugerweise an die Hinweise des Khajiit und sprang in den Fluss. Es war kein eleganter Sprung, aber er blieb unverletzt. Na, guck mal. In den darauffolgenden Jahren musste er gelegentlich aus noch höheren und aus noch größeren Höhen springen. Gewöhnlich geschah dies nach einem Diebstahl. Manchmal auch ohne Wasser unter sich. Und es verbesserte seine Technik erheblich. Aber was lese ich hier gerade? Als er am Morgen seines 21. Geburtstag in der westlichen Stadt Jallenheim ankam, brauchte er nicht lange, um herauszufinden, wer der reichste Bewohner war, bei dem sich ein Einbruch am meisten lohnen würde. Ein undurchsichtiger Palast in einem zentral gelegenen Park gehörte einem geheimnisvollen jungen Mannes namens Soibot. Eslav suchte sofort den Palast und begann, ihn zu beobachten. Ein befestigter Palast, das wusste er inzwischen, war wie ein lebendes Wesen mit Marotten und Gewohnheiten unter seiner harten Schale. Es war kein alter Baum, denn offensichtlich war dieser Soibot kein alter Baum. Baum? Ich habe ein M zu viel gelesen. Es war kein alter Baum, denn offensichtlich war dieser Soibot erst vor relativ kurzer Zeit zu Geld gekommen. Regelmäßig patrouillierten dort Wachen, woraus sich schließen ließ, dass der Reiche Angst vor Einbrüchen hatte und das aus gutem Grund. Auffälligstes Merkmal des Palastes war sein Turm, der die Steinmauern um 30 Meter überragte und dem Bewohner zweifellos eine gute Rundumsicht gewährte. Wenn Soibot derart unter Verfolgungswahn litt, war, wie er es ja vermutete, auch den Lagerraum des Palastes vom Turm aus zu sehen. Der reichste Mann würde sein Vermögen bestimmt im Auge behalten wollen. Das bedeutete, dass die Beute sich nicht direkt unter dem Turm befand, sondern irgendwo im Hof innerhalb der Mauern sein musste. Im Turm brannte die ganze Nacht hindurch Licht. Daraus beschloss Eslav kühn, dass es das Beste sei, bei Tageslicht einzubrechen. Irgendwann muss Soibot ja schlafen. Zu dieser Zeit würden die Wachen einen Dieb am wenigsten erwarten. Und so, während die Mittagssonne über dem Palast schien, erklomm Eslav schnell die Mauern in der Nähe des Haupttors, versteckte sich zwischen den Zinnen und wartete. Oder zwischen den drei Innenen, aber ich denke mal, das heißt Zinnen. Es sieht echt aus, den drei. Der Innenhof war leer und einsam und bot kaum Versteckmöglichkeiten, aber er entdeckte zwei Brunnen. Aus einem davon holten die Wachen von Zeit zu Zeit Wasser herauf, um ihren Durst zu stillen. Doch Eslav fiel auf, dass die Wachen, an dem andere vorbeigingen, und ihn nie benutzten. Er wartete, bis die Wächter für einen Augenblick durch die Ankunft eines Händlers, der mit seinem Wagen Waren für den Palast lieferte, abgelenkt wurde. Während sie den Wagen durchsuchten,
sprang Eslav elegant und mit den Füßen voran von der Mauer hinab in den Brunnen. Es war keine besonders weiche Landung, denn wie Eslav vermutet hatte, war der Brunnen nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Gold. Doch er wusste, wie man sich beim Fallen abrollt. In dem Brunnen abrollen, das ist auch spannend. Das ist nicht so viel Platz, glaube ich. Und hat sich deshalb nicht weh. In dem feuchten, unterirdischen Lager stopfte er seine Taschen mit Gold voll und wollte gerade zur Tür gehen, die zum Turm zu führen schien, als er einen Edelstein von der Größe eines Apfels bemerkte, der mehr wert war als das ganze Gold, das noch übrig war. Eslav fand noch Platz dafür in seiner Hose. Die Tür führte tatsächlich zum Turm und Eslav stieg die Wendeltreppe leise, aber zügig hinauf. Oben angekommen, fand er sich im Schlafzimmer der privaten Gemächer des Palastes wieder, reich verziert und kalt, mit unschätzbaren Kunstwerken und dekorativen Schwertern und Schildern an den Wänden. Eslav nahm an, dass die schnarchende Masse unter der Decke Soibod war, sah aber nicht näher nach. Er schlich zum Fenster und schaute hinaus. Es wird ein schwieriger Sprung sein, das stand fest. Er musste vom Turm aus über die Mauern hinausklettern, auf den Baum auf der anderen Seite springen. Die Zweige würden zwar wehtun, gleichzeitig aber den Aufprall dämpfen. Und er hatte unter dem Baum einen Heuhaufen aufgeschichtet, um schlimmere Verletzungen zu verhindern. Hat immerhin nachgedacht, ne? Eslav wollte gerade springen, als der Bewohner des Zimmers aus dem Schlummer aufschreckte und "Mein Juwel!" kreischte. Eslav starrte ihn einen langen Moment mit großen Augen an. Sie sahen sich sehr ähnlich. Was nicht verwunderlich war, denn sie waren Brüder. Was ist das denn für ein Turn? Das ist absolut random. Anmerkung, die Geschichte von Eslav Errol wird in dem Band Krieger fortgesetzt. Oh, guck mal. Das müssen wir uns aufschreiben. Das soll ich mir wirklich aufschreiben. Zunächst mal auf dem Schmierblatt. Okay, Esrolf. Eslav. Eslav Errol. Da gibt's ein Band davor. Dann kommt Dieb. Und dann kommt Giger. Dieb haben wir schon gelesen. Okay. Das war eine nette Story mit einem sehr weirden Ende. Das war sehr random schon. Aua! Vieh. Am besten braucht man noch irgendwie eine Vorlesemusik oder sowas. Irgendwas Entspanntes. Und immer wieder einschalten können, wenn es was zu lesen gibt. Schlag drauf, kann ich schaden. Aber mal wieder dicht hinter uns hier. Ah, stopp, vielleicht ist hier noch was. Kuckuck. Rolle des Feuerballs. Kann ich die auch irgendwie lesen oder kann ich die lernen oder so? Also. Rechte Rüstungsspiel. Das habt ihr schon gelesen, ne? Was haben wir denn die Rollen? Rolle des Feuerballs. Feuerexplosion, die einen Radius von 5,50 Meter Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele allein zusätzlichen Schaden. Achso, die muss ich auswählen. Okay, ja, nee. Dann, wollen wir das erstmal natürlich. Der Hand. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Ja, ja, ich bin's, Björn. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Okay, du hast also die Klaue, ja? Komm, ich mir die Klaue mal holen, mein Freund. Ach nee, lol, stimmt, wir sind hier. Okay, das mit der Klaue, weiß ich, ein bisschen schwierig. Einer. Es darf mich nicht kriegen! Hilfe!
Du bist ganz schön fett. Du bist ganz schön fett. Wie sieht das eigentlich aus mit Feuerzauber oder sowas? Flammen. Also, da sind natürlich noch Mod-Sachen bei. Flamme mal als Favorit hinzufügen. Aua, wie habe ich denn gerade so viel Damage verloren? Holy shit. Magika ist niedrig, ja, weiß ich. Komm her, Spidey. Oh oh. Ah, ich bin stuck. Ey, nicht mich anrotzen, Bro. Ich glaube, wir können nochmal in den Nahkampf gehen. Obwohl, warte mal, Bogen. Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Dauert, ey. Aber Level up. Das Spinnenei brauchen wir nicht noch eins mitnehmen. Ich kümmere mich sofort um dich, Bro. Ich bin nur noch hier die Uhren am Durchlooten. Den kann ich vielleicht kaputt machen oder so. Holt mich runter. Mit der Spinne. Verlass mich nicht, um Arkais Willen. Naja. Moment, schilder mal. Ihr, hier drüben. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Erschlage Abel. Ihr habt es geschafft. Rede erst von mir. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Hintert lieber selber raus. Mit zuerst die Klaue. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Dummkopf, warum soll... Ihr hättet nie herkommen sollen. Sackgesicht. Abels Tagebuch haben wir bekommen. Und die goldenen Klaue, ja, easy. Finde das Geheimnis des Ödsturz-Hügelgrab. Dann lud ich und dann guck mal in sein Tagebuch rein, weil wir ein Arsch sind. Abels Tagebuch. Was ist das? Okay, da ist wieder nur die eine Seite. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in den Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhellen. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, wie die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber das heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Ah! Der Wortwitz, Alter, in der Hand! Hat dir nicht viel gebracht, Bro. Komm mich jetzt aber kurz hinten nochmal um. Okay, da war nur der Gang hier ist nicht mehr. Oh, okay, wir bekommen es doch noch mit Draugr zu tun. Aber ich bin jetzt tatsächlich nicht sicher, ob die Jungs noch kommen. Du bist auch so ein weißer Wanderer. Na komm.
Also nur weiße Wanderer halt in Knochig. Altes Nordschwert, da ist nicht so gut. Sieht zwar cool aus, aber ist nicht so gut. Noch zwei Händer. Ja, wie gesagt, zwei Händer ist nicht gut. Weil nur Moneten, wa? Oh, er hat sogar einen Kriegshammer. Super versteckter Faller, by the way. Gut, wenn ihr aufpasst, ne? Ich werde jetzt nicht jeden Draugere looten. Oh. Oh, du kannst sogar zaubern. Du hast sogar Rüstung ein bisschen, ne? Alte Nordkriegsachs, die sieht halt auch geil aus, ne? Aber. Waffen von den Boys sind schon nicht schlecht. Nur Lappen. Na komm, erstmal her. Okay, jetzt sind es vielleicht ein paar viele. Bogenfritzen, ey. Oh, der kann sogar one-shotten, cool. Oh, war's erstmal. Wortpfeile. Eben auch mit. Alter, Nordbogen macht 9 Damage. Wie viel macht der Bogen, den ich habe? Den kann ich hier nicht angucken, okay. Pfeile waren 10 Damage, Eisenpfeile waren 8 Damage. Bergbogen macht 8. Easy. Beide Bogen mitnehmen war auch dämlich. Drauge habe ich nie gerne gefightet. Die machen nämlich eine Menge Damage tatsächlich. Erstaunlich viel Damage finde ich sogar für den Anfang. Wenn ich vielleicht abhauen muss, schmeiße ich das Ding wieder an. Aber kann ich auf der anderen Seite anschmeißen? Ne, das wäre jetzt zu langweilig, wenn ich auf der anderen Seite anschmeißen könnte. Schön, dass du siehst, aber tatsächlich ganz gut eigentlich, wo jemand aufsteht. Oh, ich hab daneben geschlagen. Fatality. Ausrüstung, so ein Quatsch nehme ich halt erstmal direkt mit. Oh, ein Silberring, guck mal. Ausrüstung. Dings. Hier Materialien für Rezepte und so ein Scheiß. Den Stuff nehme ich erstmal direkt mit. Also komplett mit. Immer so. Boss oder wie? Nee, kein Boss. One hit. Loot, 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 loot. Eisenschild ist nicht so gut. Oder nicht besser. Zumindest haben wir schon das Eisenschild.
Oder können wir aufmachen, okay. Ah, da müssen wir sogar durch. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Dungeon so lange tatsächlich geht. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass man so schnell schon die Dinger bekommt. Immer Pilze. Und so schnell schon die Trollschädel. Geil, den nehme ich mit. Weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann, aber... Wenn hier ein Trollschädel liegt, das hat an sich keine gute... Nichts Gutes. Ich weiß noch, dass Trolle relativ stark sind. Meine ich zumindest. Dass ich die früher immer gemieden habe, möglichst. Rolle des Feuerballs. Feuerresistenz. Hallo! Moment mal, ich habe einen Bogen. War noch nicht hier ausgerüstet. Okay, du hast mich leider schon gesehen. Na dann treffen wir uns jetzt hier oben. Dann kommen wieder in die Hand. Ich lege halt in der anderen Hand einfach Flammen mitzunehmen. Das ist halt das Problem, so ein bisschen AOE haben wir halt echt noch nicht. Nein, in die Hand. Dahin soll das. Wie ist das, das Knockbackt? Oh, hier geblieben! Hier geblieben! Stopp! Nehme ich noch mit. Würde aber jetzt reichen an Schimmerpilze. Hui! Skyrim-Physik, ne? Das ist echt eines der schönsten Sachen der Videospielgeschichte. Ganz unten gehen. Okay, das sieht sehr danach, als sollte ich erst nach ganz unten gehen. Ich würde dich aber jetzt schon noch fighten. Na komm. Das war noch ganz schön Damage, ey. Also wenn ich mich nicht auf die Fatality verlassen kann, dann müssen wir aber echt hier aufpassen. Und vielleicht mit einem Feind mal einen Trank schucken oder so weiter. Waren schon viel Damage, ne? Also da konnte ich mich echt daran erinnern, dass sie so viel Damage drücken. Gehen wir erstmal nach ganz unten. Ganz schön gefragt, ob hier irgendwas ist, was ich abbauen kann. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja, da komme ich nicht durch. Ja, genau, hier geht's weiter. Wir müssen auf jeden Fall an der HP-Regeneration noch arbeiten. Oh. Lehrling. Lehrling ist Übernovize wahrscheinlich, oder? Ach Mist. Dammit!
Buch. Ich habe nicht gelesen, was die Rolle des Chaos kann. Allerheiligstes. Mensch. Der Ding ist, hier war ich auch schon 500 Mal drin oder so. Stimmt, durch die Riesenhalle hier kommen wir auch noch. Oh, hallo. Da ist noch einer um die Ecke. Jetzt nicht unbedingt den anderen triggern. Den anderen schon getriggert. Distanz. Die theoretisch hinsetzen. Ein Bogen, Heini? Ja, bist du. Du hast einen Bogen. Dann schieße ich dir vielleicht auch erstmal in die Fresse. Oh, zu hoch. Moment, seid ihr doch keine Bogen, Heinis? Nein. Okay, Bogen muss ich sagen, macht schon Spaß. Der Nordbogen, den haben wir schon. Ich bekomme die Pfeile zurück. Wenn ich mich recht erinnere, sind die relativ wertvoll. Was heißt wertvoll, aber selten. Die Nordpfeile, weil wir die halt, glaube ich, nur hier in den Dingern dann bekommen. Ich glaube, das Schwert, was ich immer genutzt hatte, war das Schwert aus Vulkanglas. Müsste das eigentlich sein. Ich habe nie ein besseres Schwert gefunden, tatsächlich. Einhänder. Oh, das ist mein Questziel. Ich meine, das war Vulkanglas. Hier kann man was zum Brennen bringen. Wieso ist mein Ziel denn da unten irgendwas? Weiß der Geier. Also stimmt, dafür müssen wir uns ja die Klaue angucken. Die Silvetamod so geil, ne? Die ist so übersichtlich. Ich sag mal so, ist immer noch ein Skyrim-Inventar, aber... So, okay, wir haben... Bär, Schmetterling und Eule. Bär... Schmetterling. Ich muss alles zweimal drehen. Eine Eule. Die einen erschrecken. Mal auf, ich wähle jetzt gerade mal statt blocken nehmen wir jetzt das Feuer in die andere Hand. Da wollte ich in die linke Hand machen und das hier in die rechte. Ja, genau. Also skillen wir Zerstörung nebenbei nämlich mit. Außerdem haben wir ja als Hochelf, glaube ich, verbesserte Magiker, war das ja.
Können wir dann auch nutzen. Da oben kommt der Boss, ne? Ich hab da einen Shortcut für Quicksave, oder? Achso, ich kann auch wieder skillen, neue Stufe. Magika haben wir noch auf 150. Das bleibt auch standardhaft auf 150, glaube ich. Deswegen in Gesundheit dieses Mal. Oh, wir haben 2 Level gemacht. Da haben wir nochmal Gesundheit. Passt schon. Schwerere sie. Machen wir uns erstmal tanky. Erfordert 40. Dauert jetzt ein bisschen. Ein Talent haben wir noch. Könnte man eigentlich, dämlich wäre, noch ein einhändig reinstecken. Ja. Okay, nice. 40% mehr Damage. Jetzt tanken wir mehr und nehmen mehr Damage. Vor dem Bossfight ist das gar nicht mehr so unklug hier oben. Also der Boss kommt erst nachdem wir das Ding jetzt genommen haben auf. Ja, ich komme sofort, Moment. Direkt ready. Visionszauber kosten 12% weniger Mana. Ich mache halt keine Magika. Ich mache halt keine Illusionszauber eigentlich. Ne, aber ich nehme es erstmal mit. Vielleicht die Frostresistenz um 30%. Let's go. Wort der Macht gelernt. Kraft unerbitterliche Macht. Bringe die Klaue zu Luca. Und jetzt kommt der Boss hier. Genau. Moment, kann ich dich nicht auch anbrüllen jetzt? Ich weiß den Knopf gerade leider nicht. Knockback. War das nicht Y? C? Nein, C war automatisches Gehen. V? E? N? Leertaste? Meiner war Y. Drachenstein haben wir bekommen. Cool. Alte Nordkriegsaxt der Kälte. Moment mal, was kann die denn so Specialiges? 5% Frostschaden, 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Wird auch nicht schlecht, ne? Ja komm, die nehmen wir mal erstmal und benutzen wir. Alte Truhe war leer, stimmt. Solange die noch hier Special League ist. Ich weiß halt nicht, ob das mit diesen 5 Punkten sind, damit 5 Damage gemeint, mit den 5 Punkten. Das frage ich mich halt. Sieht halt schon cool aus eigentlich. Das ist ganz einfach 5 Damage, die damit gemeint sind, oder? Also mit diesen Zusatz 5 Punkten. Naja, egal. Da sollte man gerade natürlich eigentlich den Schrei an. Aber den muss ich bestimmt mal auswählen, den Schrei, ne? Herstellung Schreie, unerbitterliche Macht. Wenn eine Drachenseele, um Schreie zu erlernen. Nicht eine Drachenseele? Ah ne, Drachenseelen, okay. Sollte mir das gerade nur zeigen, was das kann. Später mal was es mir bringt. Ob mir das überhaupt irgendwas bringt. Nice, Ölschlüssel haben wir mal abgeschlossen. Sehr schön, automatisch speichern. Gott, wo kommen wir denn aus? Gott. Da? Aber trinkt der Schlossknacken.
So. Mammutstuff, aber den kann ich. Ne, den kann ich logischerweise nicht aufheben. Wir liegen hier so viele Skelette. Das beruhigt mich nicht sonderlich. So, wo sind wir gerade? Wir sind hier. Wir müssen zurück nach Flusswald und dann nach Weißlauf. Ja, genau. Oh, was ist denn hier passiert? Und Netzwerkfehler ist auf. Ich muss abbauen. Ja, wie gesagt, also wegen diesem Erz hier und so brauchen wir halt so schnell wie möglich eine Base oder zumindest um zu halt ein Zimmer. So trägst du für kannst nicht rein. Wenn es irgendwo halt ein Zimmer, wo wir halt Sachen horten können. So, oh, wir haben deutlich zu viel, okay. Rüstung. Dann weg. Zauber. Ich muss halt echt droppen. Ich hab halt nicht den Platz dafür, leider. 5 noch zu viel. 1 noch zu viel. Gift ist Quatsch. Wir brauchen kein Gift. Nice. Wir dürfen nur nichts mitnehmen. Ja, mit Bowling spielen können. Da hinten ist noch eine Höhle irgendwo, aber dafür haben wir jetzt echt keinen Platz gerade. Wenn wir mal gucken, wie wir nach Flusswald zurückkommen. So hier links rum. Ich voll mit Blut bin auf der linken Hand, ey. Lol. Das ist ein Stein, ich dachte, da liegt irgendwas. Ah, dafür die habe ich aber keinen Platz im Inventar. So, Boot fahren kann man nicht, ne? Glaube ich. Das ist eigentlich schade. Boot fahren wäre auch ein guter Weg eigentlich gewesen, schnell von A nach B zu kommen. Also halt so ein Rügerboot oder Kanu oder so. Schrott. Oder kommt jetzt noch irgendein. Eine Behausung. Ein Ort. Anises Hütte. Hallo. Hallo, Anise. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Naja, du hast einen Zauberer-Umhang-Dings an. Was hast denn du hier? Kann ich mich hier mal umsehen oder so? Lied der Alchemisten kann ich hier lesen. Verfolgst du mich? Ich glaub nicht. Alchemie verbessert. Das Lied der Alchemisten. Alte Sagen der Dwemer, Teil 5. Von Maro Basul. Wie lange dauert das? Ja, okay, pass auf. Sachen, die mich nicht interessieren, lesen wir nicht. Ich habe keinen Platz. Habe ich nicht dran gedacht. Mit der Feuerresistenz. Ach, was kann ich denn noch droppen? Da kommt das Schwert, das brauche ich nicht. Ich habe auch immer noch einen Dolch dabei, warum auch, wahrscheinlich aus Versehen mitgenommen. Kann ich hier mal rein einfach? Wo ist hier hin? Ah, da. Das hier müsst ihr wohl verlegt haben. Hier, bitte. Ja, da unten im Keller. Hä? Jetzt habe ich das Schwert hinzugefügt? WTF? Es ist so schön, Besuch zu haben. Ich habe das Schwert wieder zurückgegeben. Will das nicht.
Stattdessen will ich hier unten rein. Könnt sie einfach mal einen Haufen hauen. Aber jetzt könnte sie mir irgendwas von meine Dingens geben. Fest. Hoffe ich, dass sie unten noch einmal reinkommt. Menschenfleisch, na lecker. Oh, das Buch wollte ich nicht nehmen. Gelbe Jungentonika. Anises Brief. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt. Lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Du bist eine fucking Hexe. Oh, Wursing. Eine Verzauberung. Ja, aber irgendwas Specialiges hier unten ist jetzt nicht unbedingt, ne? Hey, war schön. Kann ich auch? Feuerwehr kämpfen. Aber ich schlag wieder zu. Okay. Geheimnis, dass du eine Hexe bist, oder was? Ja, witzig. Komm mal mit. Wir legen dich an den Ort, wo dich nicht so unbedingt jeder direkt sieht. Wohnt in deinem Bett, dann wurdest du bestimmt von irgendeinem Tier in deinem Bett überfallen. Da hängt auch noch ein Fisch, den nehme ich mit. Ja, guck mal hier, da liegst du doch hübsch. Den kann ich nicht mitnehmen. Ja, cool, wenn ich die Bude jetzt dann dran stecken könnte, aber das funktioniert nicht so wirklich. Okay, haben wir Anisa doch abgeschlachtet. Hexer. Hallo? Mike wünscht euch alles Gute. Du heißt der Lügner. Du bist nicht unbedingt. Er ist sehr praktisch veranlagt. Er braucht keine Mystik. Ach stimmt, das sind ja Russenkatzen. Mike der Lügner, alles klar. Gut. Sehr vertrauenserweckend. Ich hab Menschen vielleicht bei der Alten mitgehen lassen. Hier durch. Ja. Ich dachte, ich wäre vielleicht jetzt wieder sauber. Hallo. Na, alles fit? Kann ich mit irgendjemandem von euch reden? Bei Shaw, was wollt ihr? Oh, chill doch mal. Ah, hi. Hallo? Okay. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Oh, okay, jetzt wollte ich ihn eigentlich... Achso. Wenn ihr mir was über Flussfall erzählt. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Na, okay. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Bei dir bestimmt ist auch verkaufen, ne? Sicher. Kaufen.
Oh, Eisenrüstung, guck mal. Hier schon ein bisschen Stuff, der ein bisschen besser ist. Eisenrüstung würde ich vielleicht sogar schon kaufen. Ich habe ja ein bisschen Kohle. Den Nordbogen behalte ich erstmal. Ja, das Erz würde ich auch ganz gerne erstmal behalten. Ein Schild, den kannst du haben. Ich glaube, ich auch nichts anfangen. Okay. Dann lass mich mal also gerade. Wo muss ich denn hier irgendwie? Das ist ein Dolchmann, ne? Ja, machen wir mal Eisendolch. Nicht schlecht. Habe ich gemacht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Braucht ihr eine neue Klinge? Nicht schlecht. Aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Nein. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Wo ist der Stein? Da. Vor allem Eisen und Stahl. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar von euren schicken Elfensachen hier herum. Kann ich jetzt fein machen. Oh, das hat ziemlich selbst. Ja, ich möchte ihn verbessern. Das ist ziemlich selbst. In den Härten hat den Eisendolch zu Albo. Oh, das Tutorial hier. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten. Ich habe echt mein Feld zurückgegeben, quasi. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Auf Wiedersehen. Nicht auf Wiedersehen, ich will an dem Gestell gerben. Wir benutzen Tierhäute zur Leder zu verarbeiten, um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden von Verbesserung von Waffen und Rüstungen. Bringen das Leder zu Albo. Hin und her und hin und her. Hm? Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Ja, kann ich aber nicht hier machen. Bock? Nein. Braucht ihr eine neue Klinge? Kann ich denn... Wollen Lederhelm herstellen, oder? Ich glaube nicht, dass ich den herstellen sollte. Was soll ich nochmal herstellen? Hm? Ja. Okay, Moment, ich muss kurz nochmal in die Quest lesen. Wie war das nochmal? J für Journal, ne? Ja. Stelle einen Pelzhelm. Ja, okay, einen Pelzhelm soll ich herstellen. Da ist er. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Ich hätte jetzt Bock auf eine Walnuss. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Mhm. Achso, hier kann ich dann dran verbessern, ja? Pelzhelm verbessern. Gegen den gehärteten Pelzhelm zu Albo. Ei, Albo. Ihr von der heimtückischen... Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Danke. Die besten Waffen und Rüstungen. Tatsächlich, den Helm kann ich dir wieder verkaufen. Den Dolch auch. Ne, bist du hier. Dikus, Dikus. Ja, den kannst du wieder haben. Ich verkaufe ihm den jetzt, das ist auch geil. Der Helm. Ja, der bringt mir auch noch nicht.
So, was hast du denn anzubieten, mein Freund? Eisenrüstung, die wäre schon nicht schlecht. Die kostet aber 600. Bei Handschuhe 1500. Ja, okay, die sind doch magisch, ne? Helm ist eigentlich ganz cool. Aber kostet halt so viel. Und kaufen bin ich eigentlich echt kein Freund. Also. Aber wir durften seine Schmiede benutzen. Das ist sehr nett. Hier liegt natürlich nicht die wertvolle Rüstung rum. Am helllichten Tag sollte ich vielleicht nicht irgendwo einbrechen. Ich geh mal kurz nochmal pinkeln, bevor ich mit ihm spreche. Energy Drink treibt echt hardcore. Okay, da okay. Was? Nein, ich will nicht Spielstand löschen. Das Tab, das Dingsmenü sorgt auch für andere Sachen. Hi! Zeig diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Hab ich schon. Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, ah, ja. Nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Kein Problem, Schnecke. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, kein Problem, Boy. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lucan zu arbeiten. Cool. Wieso verfolgst du mich? Okay, so, was haben wir noch an Quest? Haben wir noch irgendwas? Egal, vom Weiß war verschiedenes. Zwar Kabine von mir, sprich mit Feendahl. Wie sich aufschritt der Sturmwende. Wo ist Feendahl denn? Achso, Feendahl war doch hier, ne? Den Teil war der ja, der auf Camilla steht. Ah, da ist er ja. Weiß ich wie ihr und je. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das.
Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Danke, sehr Freund. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Ich kann ihn als Begleiter nutzen, cool. Geht voran. Oh, da kann man mit Fendal. Nice, ich habe meinen ersten Begleiter. Das wusste ich gar nicht. Wir beiden Hochelfen auf einem Abenteuer. Hallo, wer bist du denn? Was wollt ihr? Ach so, ja, du bist Anti. Schlafender Riese, vielleicht, dass ich mir hier erstmal ein Zimmer miete. Obner. Ein Prost auf die Jugend. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Einen Helden, einen Drachen gesehen. Wo habt ihr denn so schön zu spielen? Kann ich irgendwo frische Vorräte kaufen? Das weiß ich ja. Ich will ihn nicht loben. Wirklich? Sag ihm einfach das hier. Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Ach stimmt, das haben wir ja sogar mitbekommen. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr Ragnar der Rote singen? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Könnt ihr eine Pause machen? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Oh. Na, dann spiel mal. Hallo. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das ist so richtig. Das sind doch alles Hirngeschwinste. Na, ist nicht so richtig. Ich hätte gerne ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphin. Ohne Arbeit, wisst ihr was? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Spricht mit Aventus Aretino. War's das oder kommt da noch mehr? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Besuche den Schrein von Azura, also so kriegen wir einfach eine Menge Quests, ja? Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Hm. Ja, das weiß ich schon. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Sie hart passiv-aggressiv. Zutaten im Angebot. Kann ich hier nach Rüchten fragen auf einmal? Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Oh. Oder fahre ich mir aber Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Vielleicht. Was macht Magie angeblich mit einem? In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Frage ich mal nach Arbeit. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Kopfgeld hinzugefügt, Karte aktualisiert. Töte den Banditenführer in Redorans Zuflucht. Cool, danke. Achso, ihr stimmt, Fan, da gehört zu mir. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Hä? Wieso herumgeschnüffelt? Ist das hier mein Zimmer? Ist offensichtlich nicht mein Zimmer, hoppala. Wir haben Zimmer und Essen. Auch ist das hier mein Zimmer? Nein. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Feendal, du müsstest mal kurz. Feendal, kannst du bitte nicht die Tür blockieren? Danke. Dann ist das hier mein Zimmer. Dann ist auch nicht mein Zimmer. Habe ich nicht gerade eben ein Zimmer gemietet? Ich betreibe. Ihr scherzt wohl. Ihr habt doch gerade erst ein Zimmer von mir gemietet. Okay, cool, dass man die Option dazu hat. Aber was ist mein Zimmer? Hier
den Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Bett fremd. Achso, lol. Aber bleibt mein Stuff dann auch da drin, frage ich mich. Ist halt stehlen bei, ne? Durch den Krieg haben wir nicht mehr viel Kundschaft. Schlüssel erforderlich. Okay, hier sollte ich anscheinend nicht drin sein. Boys! Ich will gehen, aber ein bisschen Platz brauche ich. Okay. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ja, das habe ich schon. Schaffen Riesen. Na, ich lasse das mal. Die waren ja freundlich. Ich bin nur der Koch, Mann. Das ist ja gut. Das stimmt nicht. Ja, okay, da mit dem Zimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Stuff da dann drin bleibt. Lass das mal lieber. Okay, ich frag mich gerade, Objekt, nee, Map. Ich würde einmal ganz gerne gucken, wie das... Wie das funktioniert mit dem Häuserbau. Das weiß ich leider nicht mehr. Da oben ist der Schrein von Azura. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht auf der Map. Okay, da muss ich vielleicht nachher mal googeln. Dann nehmen wir den Stuff erstmal so mit. Machen uns wirklich, würde ich sagen, gerade auf dem Weg nach Eislauf. Kann ich Fisch klauen, ne? Ach, tatsächlich, kann ich einfach Fisch klauen. Haben wir ja gerade nicht nötig. Wollen wir mal laufen? Wollen wir ein bisschen Gas hier geben? Du wirst nicht anti sein, aber ich nehme das mal so raus. Ein Kaminchen. Das hier ist halt super schön, der Wasserfall, ne? Da ist sogar noch einer, guck mal. Hier ein Häuschen könnte ich mir vorstellen. Ist sogar ein Häuschen. Sie können jetzt natürlich noch mehr Mods erstellen und mir dann selber ein Haus zusammenbauen, aber... Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Wenn ich so durch die Gegend laufe. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ach, Bro. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Geht nicht vor. Ah! Ihr hättet nie herkommen sollen. Kappen. Lappen. Putzbe. Lass mich einfach mal hier liegen, würde ich sagen. Eislauf, meine Damen und Herren, in der Ferne. Wo ist Fender? Hallo, Fender? Ah, da kommt er. Hat ein bisschen gebraucht. Also selber Haus bauen mit Mods habe ich jetzt nicht vor, weil wenn da halt irgendwas nicht ordentlich gespeichert wird oder so, dann ist halt broke, ne, der Spielstand. Also wissen Sie nicht broke. Honigbrauerei. Das ist der Schlüssel erforderlich. Schmetterling. Schmetterling nicht einfangen kann. Hallo. Ich hätte gern Bierchen. Oder Met. Ah, alles fit? Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei.
Für schön. Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet, nicht dieser Mist vom Gut Goldenglanz. Werft einen Blick darauf. Also, ja gut. Du hast da nur was zu essen, da kann ich halt nichts mehr anfangen. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Hallo. Schau mich nur um. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Nehmen wir mal meine Axt in den Schädel ran. Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabjorn, dem Inhaber. Ich will gar kein Met kaufen, sondern euch einfach beklauen. Soll ich eigentlich echt mal in Erwägung ziehen, damit ich mich hier umgucken kann. Da waren schon zwei Türen, für die ich Schlüssel brauche. Wie geht's so? Dralle agonische Maid an 2. Wie viele Seiten hat das? Ich würde das halt super gerne lesen. Oh, guck mal, das ist sogar gar nicht mal so viel. Ich glaube, dafür sammeln wir am besten erstmal alles, ne? Weil da macht halt keinen Sinn, jetzt durcheinander zu lesen. Werde ich mal googeln nach den Bändern. Ich hoffe nicht, dass das so viel sein wird. Das nehmen wir erstmal nur mit. In die Säcke werde ich jetzt mal nicht alle reingucken. Moment. Bevor ich irgendeine Scheiße mache. Mal rausfinden, wie man Quick saved. Zack, au, wenn der Dietrich abbricht. Das ist auch so ein Move, ne? Ein Spiegel beim Bankett von einem anonymen Spion. Wie viel ist das? Okay, sagen wir mal so, mehr als 5 Seiten lese ich nicht. What? Oder welcher bis morgen nicht fertig, ey? Drohende Gefahr Band 1. Wir hatten gerade eben schon drohende Gefahr Band 2, ne? Na gut, mit den Bändern, da dauert sowieso noch ein bisschen, bis wir das alle lesen. Honignussschnitte. Das ist fehlendal. Ich gebe euch Deckung. Für der Tugend, Bettlerprinz. Oh Gott, ist hier viel Stuff. Okay, das ist ein Bandding, das nehme ich sowieso so mit. Die Katzen von Himmelsrand. Okay, da kann man lesen. Ich wurde in dieses frostige Ödland geschickt, um seine heimischen Katzen zu studieren, was bislang ereignislos verlief. Nachdem ich Monate umhergewandert bin, habe ich bisher erst einige Variationen der gleichen Grundart gefunden. Bei meinen Reisen bin ich mehreren Khajiit begegnet, die von ihren Clans ausgeschoren worden sind und die sich in Himmelsrand angesiedelt haben. Sie waren wenig hilfreich, beinahe feindselig. Wahrscheinlich, weil sie Angst hatten, ihre Aufenthaltsorte zu verraten. Bin ich weiter überrascht, dass es nur weniger Khajiit gibt, denn hier ist es kalt und abweisend. Elbits und Tiger sind im Grunde riesige Katzen, bei denen sich zwei gefährliche scharfe Vorderzähne herausgebildet haben. Okay, das ist einfach eine Story über Elbits und Tiger oder was? Ja, pass auf, wir klicken alles an und stehlen alles. Bücher können doch nicht schaden. Gehen wir nicht davon aus, dass hier auf einmal irgendwer reinkommt. Schlüssel erforderlich. Sabjörns Kommode. Und ich gehe auch mal nicht davon aus, dass man mich durch die Wand sieht oder hört oder durch die Decke.
Experte. Okay, das werde ich noch nicht knacken können. Wollen wir mit ein bisschen Glück. Nice. Silberbarren. Eine Schatulle, die leider leer ist, sich aber trotzdem knacken kann. Okay, wieso steht da leer bei? Knacke ich die jetzt echt ohne Grund? Ach komm schon. Ja, wir haben aber Schlösserknacken geskillt. Ich gehe nicht davon aus, dass die Person, die da geht, hier reinkommt. Den da. Danke, dass du mich geblockt hast, sonst hätte ich das Gold übersehen. Ich würde ganz gerne hier durch, Bro. Kaputt mit dir, Junge. Danke. Okay. Aber die Tür wieder zu. Weil wir sind nie hier gewesen. Okay, ich brauche aber für den Beistelltisch noch Sabjörns Dingens. Und hier darf ich wieder sein, ne? Ja. Okay. Nochmal speichern. Dass ich mir vielleicht ein Dingens hole. Schlüssel. Die Bäuschen mal ein bisschen ausnehmen. Na, alles fit? Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Ich bin dir nur gerne im Weg. Dreh dich mal wieder um. Du hast nichts dabei. Langweilig. Hallo. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, mach die Tür dann mal zu. Seid ihr hier richtig. Das ist cool. Wie wär's, wenn du dich umdrehst? Danke. Hat auch nichts dabei, der Eimer. Lass die Finger davon. Oh, ist ja gut. Hier unten ein Schlüssel erforderlich. Wahrscheinlich ist der Schlüssel zum Dingens hier ein Universalschlüssel oder was? Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabjörn. Mit Sabjörn. Sabjörn dreht mir jetzt bestimmt den Rücken zu, ne? Ich schau mir mal hier willkommen. Ein bisschen um, ne? Hallo. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Das weiß ich. Du hast wohl ein nicht so gutes Gedächtnis. Hat auch nichts dabei, okay. Dann ist da bestimmt eine Questline hier. Oder das ist natürlich irgendwo hier drin. Bügeleisen, das kann ich fast eigentlich nicht glauben, dass das hier irgendwo drin ist. Was hätten sie denn gern? Drehen wir die Rollen mal. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz. Wir sind nur eine kleine Miete. Unser Geschäft wächst. Ja, ja. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht. Ich will nichts kaufen. Ich wollte eigentlich klauen, aber so wirklich will mir keiner da einen Schlüssel geben. Ob wir draußen noch irgendwen haben, der hier noch rumspringt oder so. Das sieht nicht so aus. Und hierfür brauche ich auch einen Schlüssel, ne? Aus da. Naja, okay. Dann erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir den Stuff ja noch irgendwo anders her. Dann haben wir auch noch was, was wir uns angucken können. Dann hier nicht auch irgendwo Riesen vor Weißlauf? Hallo. Na, alles fit? Hm? Ich kann ihn nicht beklauen anscheinend. Türrad kann ich aktivieren und deaktivieren. Ich sag mal so, wir sind natürlich immer noch ein Gesetzloser, ne? Also. Hallo?
Alles fit? Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Mensch, so ist es, ne? Warte, ob man das auf und zu bekommt. Verliert er hier? Moment, ich speichere gerade nochmal. Besser ist das. Patrouilliert anscheinend, ne? Die Welt ist jetzt gerade auf Pause, ne? Jetzt gerade kann er nicht weitergehen. Ne, ist er nicht. Okay, das ist gut. Wer hier ist, habe ich ein Problem. Das hat leider auch nicht, wie das Spiel funktioniert, ob jetzt hier irgendwer reinmarschieren kann. Bücher. Okay, scheiß drauf. Schlafen sollte ich vielleicht nicht. Mammutstoß sein, cool. Aber unnötig. Außerdem habe ich keinen Platz mehr. Hundefleisch. Das war's? Oh, ziemlich lame hier. Bruder hat nicht mal diesen Keller, wa? Na gut, dann gehen wir wieder. Weil wir haben keinen Platz mehr, aber ich will mich echt hier umgucken. Ich habe mich hier so genau noch nie umgeguckt, tatsächlich. Hof der Kampfgeborenen entdeckt. Hallo. Wendolin. Braucht etwas? Nö. Novize, kann ich da einbrechen? Okay. Steuerung. Ah, war Y, ja genau. Schnell speichern ist F5. Ah, Quick Save. Die Triche sollte ich vielleicht sogar überall kaufen, weil, wie gesagt, ich will hier richtig schön knacken nach und nach. Überall einbrechen, wo es möglich ist. Wenn hier halt wer drin ist, muss halt über den Haufen gehauen werden. Weiß nur nicht, ob ich mich jetzt hier ordentlich bewegen darf. Aber ich sneak mal lieber, solange ich nicht safe weiß, dass hier keiner ist. Überall Geldsäckchen rumstehen, ey. Oh, der Apfelkuchen sieht geil aus. Unten noch ein Weg. Den werde ich mir gleich schnabulieren. War es aber auch schon wieder. Die haben echt dann nicht so viel. Ich meine, okay. War zu erwarten, ne? Das ist ein großer Mond. Okay, dann wollen wir, glaube ich, mal zumindest in Richtung Eingang gehen. Vielleicht heute noch den Jarl treffen. Wie gesagt, wir machen heute so, denke ich mal, wieder bis 10. Moment, was ist hier passiert? Moment. Oh Gott, hier geht's runter. Ja, stimmt, da hinten ist. Soll der. Die fighten gerade gegen den.
Nice. Aber ich habe geholfen. Schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Doch, Herr der Ringe. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ehre, schwierig, ne? Kann ich euch beitreten? Das klingt nach einer Zeitverschwendung. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Okay. Ich bin eigentlich dafür, tatsächlich alles Mögliche anzunehmen, was wir annehmen können. Ey, so ein Pfeil. Wer hatte der nicht dabei? Ist aber schwach. Dippen, dippen, dippen. Steckt bitte nicht alles in Brand, ja? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihm gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Ja. Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Na denn? Es tut mir leid, es ist Nacht, ich muss weiter einbrechen. Wiedersehen. Wir haben noch ein Haus entdeckt, in das ich glaube ich noch nicht eingebrochen bin. Novize. Die Leute könnten mittlerweile halt am Schlafen sein, ne? Hallo? Wunderst du dich nicht, warum ich hier bin? Ihr habt hier nichts verloren. Was denkt ihr? Greifst du jetzt mich an? Okay, Fendal greift jetzt auf einmal mich an. Das ist schlecht. Und da kam eine Wache instant rein. Gut, genau deswegen haben wir gespeichert. Okay, hier ist wer drin, der gerade wach ist. Geh wieder. Wo die Wache instant herkam, ey. Okay, Fendal darf ich also nicht aus Versehen angreifen, sonst bin ich am Arsch. Belastend. Guck mal, ob es da vielleicht auch noch eine Mod gibt. Dass man das vielleicht noch verbessern kann. Die einen nicht instant angreifen, dann sollte man den aus Versehen halt mal treffen. Stelle von Weißlauf. Hallo? Ah. Die war irgendwie schon offen. Jo, was geht ab? Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ellie finde ich cool. Ein Pferd in Red Dead heißt Ellie. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. 1000 Goldstücke. Reitet schnell wie der Wind. Auch kein Pferd, ich gehe lieber zu Fuß. Wer bist du? Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Bis zu den Stellen von Weißlauf. 42% zum Stehlen, 48% zum Stehlen. Oh, da steht, wie wahrscheinlich es ist, das zu stehlen, oder? Auch neu. Wenn man etwas von Personen klauen will.
Pille von Weißdorf bringen mir jetzt nicht so viel, glaube ich. Prozent sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Schatula Adept. Adept ist weniger als Experte, oder? Anscheinend. Ich habe zu viele Sachen dabei. Okay, ich lasse dir was hier. Als Gegenleistung. Aber was ist die Frage? Ein paar Steine. Ich weiß nicht, wie viel ich für das Haus später brauche. Die ganzen Bücher sind auch super viel wert. Wert, sag ich schon. Super schwer. Okay, gehen wir mal wieder. Wir können auch nochmal Level uppen. Ne, können wir nicht. Wir sind schon kurz davor. Und Level uppen. Dann gucken wir jetzt mal da hoch. Dann mache ich mich mal. Muss ich mir später noch aufschreiben. Mache ich mich mal schlau. Wie das mit dem Häuserbau-DLC funktioniert. Weil, wie gesagt, das müssen wir relativ schnell machen, damit wir Sachen bunkern können. Will kein Haus kaufen oder sowas. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Jürg ist gerade kurz auf und zugegangen. Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Den Bestechen. Ich würde auch mal gerne eigentlich einen Exzentriker spielen, aber. Na Kleriker. Schön. Aber wir behalten euch im Auge. Okidok. Erik kommt verbessert. Jetzt müssen wir mal ein Level up haben. Nice. Gesundheit. So. Einhändig 40 erfordert 50. Da kann ich gerade nicht reinskillen. Nein. So, das Scrollen komme ich hier wieder raus. Na, guck mal. Wäre es so, kann ich gerade nicht skillen. Zauberung, Veränderung. Der Hersteller würde ich halt noch reinskillen. Das interessiert mich alles erstmal nicht. Erstmal echt einhändig, schwere Rüstung. Das sind so die beiden Sachen, die ich erstmal machen würde. Schmiedekunst wäre halt geil. Da Schmiedekunst. Doppelt so effektiv machen. Oder halt wieder Herstellung für den HP-Zauber nämlich. Du wirst schon für die Hälfte der Magik an. Ich glaube, das ist erstmal gut. Als HP-Zauber quasi. Mir fehlt nur jetzt natürlich der Punkt. Das sind so die drei Sachen, auf die ich mich vielleicht erstmal beschränken möchte. Eislauf entdeckt. Nice. Was gibt's denn? Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Was könnt ihr mir denn über Weißdorf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja.
Hallo. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Hat er durch immer Probleme? Oder erstmal bekommt die viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Okay, du hast eine Tochter, ich mach raus. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Hat er durch immer Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Hm. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Meine eiserne Axt wahrscheinlich schon. Rede mit Mikael über Kalotta. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Nein. Wir haben ja auch schon ein Haus, das wir theoretisch kaufen könnten, Riesenheim. Ach, das würde halt übergangsmäßig reichen, aber wenn ich mich morgen schon umgucke oder heute Nacht schon rausfinde, wie das funktioniert mit dem Häuserbauen, dann brauchen wir das halt nicht. Dann. Oh, hallo. Wollt ihr schon Sachen klauen? Oh, guck mal. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Woher kommt denn der Name Trunkener Jägers? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriat und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Das ist verständlich. An wen kann ich mich wegen einer Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ganz cool, wenn wir so ein bisschen als Kopfgeldjäger arbeiten. Auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Wieder okay. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, hallo. Hab als Söldner versucht. Klinge und Schatten, genau Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Du sollst mit dem Rock nicht so sitzen. Aber ich sag's dir nur freundlicherweise. Seid ihr ein Söldner? Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Nee. Bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Rein, Fender. Ich muss mal kurz saven, bevor ich weitermache. Na toll, natürlich, Bücher sind super schwer. Oh, ein paar Bücher dahin geschmissen. Bilanzenfeld. Gibt es nichts, das verändert werden kann. Wo kommst du denn auf einmal her? Hexenraben oder Horka? Wir haben für jede Beute die richtige. Die Tür war zu eigentlich. Habe ich die nicht zugemacht? Oh ne, jetzt blockt die Jungs mich, ne? Ja, komm, dann gehen wir wieder. Muss ich nur schnell nachher hier rein und das Ding knacken. Wer bist du denn? Ich kenn dich gar nicht. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Meine Gemahlin ist eine gute Frau. Manchmal ist sie vielleicht etwas stur, aber ich liebe sie trotzdem. Schritten? Oh, ich möchte Einhandwaffen trainieren. Ja, das würde ich wirklich gerne. Ihr seid nicht das Himmelsrand, oder?
Nee, das ist doch ein Rotverdun. Nein, da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Nein, ich bin Rotvadone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Ich möchte ganz gerne Einhandwaffen trainieren. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Der Amrin hier kann uns Einhandwaffen beibringen. Das ist nice. Feuer, aber das... Okay, ich habe keine Kohle mehr. Hab was gebracht. Worüber habt ihr beiden denn gestritten? Auch wenn ihr irgendwann mal gestritten habt. Keine Ahnung wann. Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich kann auch helfen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ach so, okay. Finde Amrins Familienschwert in Festung Faltheim. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Natürlich. Reingucken durfte ich, ne? So war das. Kann er mal den Raum verlassen? Er ist übelst des Büches. Ich meine, ich verstehe das, aber... Was braucht ihr? Erstmal ein bisschen Ruhe, um mir die Leute hier anzugucken, die dabei haben. Alarm. Alarm hat Schlüssel zum Wintersandanwesen. Dann komme ich halt sehr wahrscheinlich nur nachts rein. Schlüssel zum Eisvorschub. Hallo. Meine Gemahlin ist eine gute Frau. Manchmal ist sie vielleicht etwas stur, aber ich... Ja, knacken. Sie trotzdem. Toll. Vielleicht soll ich mir doch erstmal hier eine Bude holen. Vielleicht sollten wir aber auch erstmal mit dem Jarl einfach reden gehen. Einfach erstmal statt weiter zu looten am laufenden Band, Questreihe machen. Wie gesagt, bevor ich ganz genau aufs nächste ordentliche Abenteuer gehe. Voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Das richtig. Machen wir es entdeckt. Wie cool, Bro. Steck die Waffe weg. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ach stimmt, die sitzen ja immer so, als wären die krassesten, ne? Oh, hoppla. Ihr Einer. Wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Och, ne? Ja, ich hatte toll aussehen, wenn die Kaiserin versucht hat, mir den Kopf abzuschneiden. Ein Drache hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, war, dass er in dieser Richtung davon flog. Wir sollten ihm vielleicht nicht sagen, dass wir kriminell sind. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl.
Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte dann etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Sofort, ich ziehe nur sofort die neue Dinge zusammen. Wo sie? Dann werde ich die kaiserliche Rüstung mal weg. Sehr schön. Ich meine, die müssen wir ja nicht wegschmeißen jetzt. Die müssen wir schon wegschmeißen, weil ich habe keinen Platz. Ich bin gespannt, ob sie hier liegen bleibt. So langweilig, Bro. Oh, es geht. Heimlich Feuer. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Kennst mich nicht mal so. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Bro, krieg ich hin? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Was hat das mit den Drachen zu tun? Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker, vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinst. Aber eine Drachentafel. Unmöglichkeit. Oder war es eine Drachentafel? Nein, ich habe eine mitgenommen. Daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Was soll ich tun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügel. Ach, guck mal, die habe ich sogar. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Okay, nice. Faringar! Faringar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal... Komm, wo ist der Jarl? Also, die wollen auch mit ihm reden. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut.
Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Wayne, ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu haben. Oh, nice. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Eisenrüstung der Veränderung Nein. hinzu. Ich kann... Noch eine Eisenrüstung bekommen. Ein bisschen schlecht, aber Veränderungszauber kosten 5% weniger Magiker. Wir verwenden keine Veränderungszauber, also... Die brauchen wir echt nicht, aber das ist viel wert. Aber ich glaube, das kauft tatsächlich keiner. Deswegen lege ich sie hier wieder hin, Kumpel. Euch beide zu verlieren. Helft ihr... Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Wir sehen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Ich beneide okay, super. Die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Mit Bro. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Besucher von Weißlauf so heldenmütig wären. Tja. Deswegen setzen wir uns jetzt hier hin. Ja, du bleibst da stehen. Speichern und beenden hier an der Stelle. Wie gesagt, ich werde mir angucken, wie das mit dem DLC funktioniert, dass wir so schnell wie möglich das erste Haus craften können, damit wir so schnell wie möglich Sachen lagern können. Am besten machen wir das morgen als allererstes.